Wir erobern heute das Herz der Karten. Hallo, liebe Liebenden und werte Zuschauer da draußen an den Empfangsgeräten. Speedrandale ist wieder angesagt heute mit einer Liebesedition. Heute geht's um das Herz. Das ist so schön, oder? Ich dachte, es geht um die Milz. Zwischen Leber und Milz passt immer noch rein. Das passt aber gut zu unserem Speedrunner heute. Der ist nämlich Doktor. Ne? Der ist Doktor. Ist schön, der weiß, wo diese Organe sind. Der kann uns beim Liebestür helfen. Das ist mal schön. Simon, schön, dass du da bist. Sia, schön, dass du da bist. Hallo. Wieder auch ein wunderbarer Speedrun, der vor uns dann gleich steht. Von präsentiert von einem Doktor. Nämlich, wir holen dazu den Doktor Wurst-Peter. Guten Tag. Hallo. Hallo zusammen. Bist du Doktor in Wurst oder in Peter? Sagen wir mal 50-50. Ich denke, das ist mal ganz gut dabei. Du hast in Wurst promoviert, aber in Peter ist spezialisierter. Ne? Genau, ja. Ganz genau, genau so sieht's aus. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, für uns einen Speedrun hier zu machen. Ja, wir haben es, glaube ich, noch nicht direkt erwähnt, wobei die Experten, die konnten es schon ableiten, das Herz der Karten. Es geht heute um das liebste Kartenspiel natürlich, ohne Zweifel, Yu-Gi-Oh! Yay. Ist heute dran. Hatten wir noch nie bei Speedrandale. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten noch nie ein Kartenspiel hier, oder? Ist das denn wirklich ein Kartenspiel? Ja. Ja. Virtuell? Ja. Okay. Hatten wir nicht irgendwann Magic oder irgendein Pokémon-Kartenspiel Trading Card? Nein. Ich glaube nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, wir haben Yu-Gi-Oh! Allgemein hier auf dem Sender ab und zu mal gehabt. Ja, gerade Kollege Wirt ist da ja noch mal ein bisschen verstärkter unterwegs. Es gab ja verschiedene Videospiele und so weiter. Auch natürlich das richtige Kartenspiel. Ich bin am ehesten vertraut mit der Anime-Serie, die hierzulande lange Jahre gelaufen ist, aber jetzt nicht so drin. Aber der Dr. Wurst-Peter, du spielst das Forbidden Memories auf der PlayStation 1, glaube ich, müsste es sein. Das spielst du schon relativ lange, oder wie sieht's bei dir aus? Also, ja, erstmal natürlich, wir spielen heute Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, das Kultspiel, das Spiel schlechthin für die PS1, das noch relativ zeitgleich hier, glaube ich, mit dem Kartenspiel dann rausgekommen ist. Ich selber spiele das allerdings noch nicht so lange. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr dabei. Aber das Spiel hat mich schon ein wenig in Bann gezogen. Hast du denn damals, und werte Regie, könnt gerne ein bisschen leiser machen, den Kollegen, ja, damit wir auch dann alles vernünftig hier verstehen. Bist du denn allgemein aber irgendwie Fan gewesen von Yu-Gi-Oh! Oder hast du zumindest die Anime-Serie verfolgt, die Mangas gelesen? Oder bist du eher dazu gekommen, weil das Spiel dich so angemacht hat? Alles Mögliche. Also bei mir hat es angefangen mit dem Sammelkartenspiel und dem Anime dann zusammen. Den Anime habe ich für eine sehr lange Weile verfolgt, gerade wenn es um Yugi und Kaiba ging. Und das Kartenspiel habe ich tatsächlich auch eine Weile gespielt. So im Bereich, sagen wir mal, 2004 bis 2007. Noch damals zu einem, ich nenne es jetzt mal, glorreichen Zeiten, wo auch noch viele Leute dabei waren. Die kennen das vielleicht noch. Habe ich das sehr lange verfolgt. Und das ist ein Spiel, das immer in meinem Herz der Karten bleiben wird. Ja, wir werden auf jeden Fall hier gleich gespannt auch zuhören, weil du wirst auch schön viel erklären können und sollen gleich. Wir sehen übrigens hier, wenn ihr euch gerne mal bewerben wollt, speedrandale@rocketbeans.tv oder auch langsam gleich direkt auch bei Sia, dann machen @simiclove oder twitch.tv/simiclove101, wenn ihr hier mal mit dabei sein wollt. Zumindest Karten sind nichts Ungewohntes allgemein auf dem Sender. Wir haben es gesagt, Yu-Gi-Oh! Von anderen Leuten. Ihr beiden habt ja auch noch hier Hearthstone als Format gemacht vor langer Zeit. Es ist zwar nicht exakt Yu-Gi-Oh!, aber zumindest im Geiste. Ja, ein kleines bisschen. Ja, man kann so ein bisschen die Theorie. Es geht darum, den Gegner Platz zu machen, und ist eigentlich das Gleiche. Ja, so ist bei Yu-Gi-Oh! Das nicht anders, genau. Genau. Exakt. Möchtest du was vor dem Run eigentlich noch erklären, oder machst du das lieber gleich parallel dazu? Ich werde vieles davon im Run selber erklären. Das liegt einfach daran, weil das Spiel, ja, wenn man das als, ich sag's mal, Otto-Normalverbraucher spielt, dann werden viele Dinge einem sehr diffus vorkommen. Und viele der Dinge, die dann vorkommen, werde ich dann vor Ort erklären. So, ein Disclaimer, den ich aber schon mal so nennen kann, das ist ja hier nicht das Standard Forbidden Memories, ne? Normalerweise ist das so, wenn man hier einen Gegner in einem Duell besiegt, bekommt man eine einzige Karte von dem zugesteckt. So, das hier ist allerdings eine Mod, da bekommen wir stattdessen 15 Karten. Und das ist insofern hilfreich, weil wir ein paar Karten uns erfarmen müssen. Das kann ab und zu mal ein bisschen langwierig werden. Aber mit dieser 15-Card-Mod ist das Ganze ein bisschen erschwinglicher. Okay, also hast du dadurch auf jeden Fall, der Grind wird dadurch ein bisschen runtergepackt. Ja, es wird eh ein bisschen umfangreicher gleich vom Run. Wir werden gleich sehen, was für eine gute RNG dann kommt. Wenn du bereit bist, können wir gerne starten, und dann stürzen wir uns rein ins Abenteuer.
Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir uns bereit. Wir hatten aber noch einen Spot, oder? Das stimmt. Clever. Wichtig. Das ist natürlich wichtig, deshalb wir springen noch nicht ganz rein, sondern wir pudern noch mal kurz das Näschen und sind nach einem Spot gleich bei euch. Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Ja, frisch erholt sind wir wieder zurück. Das hat uns allen doch gut getan. Jetzt sind wir bereit. Wenn du bereit bist, können wir gerne starten. Alles klar, gut. Dann, Ladies and Gentlemen, starten Sie Ihre Motoren, legen Sie Ihre Dual Disc ganz schön eng an und schnallen Sie sich an. Jetzt geht es los. Und zwar starten wir in 3, 2, 1... Let's go! So, unser Name ist wichtig, wir sind A. Ja. Natürlich. Das gute A, kennt man noch. Das gute A, so. Hier haben wir ein bisschen Plot. Wir haben hier Hai Shin, unseren Widersacher. Im Plot geht es eigentlich darum, er hat irgendeine dunkle Macht entdeckt und wir sind jetzt gerade erst im alten Ägypten. Er möchte die Welt zerstören und beherrschen und alles Mögliche und wir müssen ihn entsprechend aufhalten. Natürlich. Ja, der Regie, der Ingame-Sound ist für uns ein bisschen zu laut, sodass wir den Kollegen nicht ganz hören. Aber das könnt ihr gerne abmischen. Wollen ja auch natürlich dann die Story verstehen. Also wir sind doch im alten Ägypten sozusagen die Vorgeschichte vor dem modernen Yu-Gi-Oh!, was wir aus der Serie kennen, ne? Im Prinzip, ganz genau. Aber wir werden jetzt sehr bald dieses alte Ägypten verlassen. Was ich jetzt einmal hier mache, ist einmal kurz ins Deck gucken. Das ist nämlich randomized. Und das sieht... Das sieht, ich gucke jetzt auf alles Mögliche. Ich kann mal auch kurz durchgehen, was wir hier überhaupt sehen. Hier haben wir, dieses Spiel fokussiert auf Fusionen, ja. Wir haben hier unterschiedliche Monstertypen. Hier haben wir zum Beispiel Drachen, Zauberer, das sind Zombies. Und ganz wichtig für uns sind Drachen und diese Donnermonster hier. Denn damit wollen wir ein Monster erschaffen, das für uns im Run sehr, sehr wichtig ist. Das ist der sogenannte doppelköpfige Donnerdrache. So, was wir jetzt machen, das Deck nehme ich jetzt. Ab und zu kann man auch resetten. Wie gesagt, ist randomized. Einmal kurz den Dialog besiegen. Okay, und jetzt kommen wir nochmal in eine Cutscene, wo wir gefangen genommen werden und dann passiert eine Menge. Also du würdest nochmal resetten, wenn das nicht deinem Deck entspricht, was du gerne hast, könntest du hier schon reset machen. Richtig, ganz genau. Also wie gesagt, das ist randomized. Wir bekommen eine unterschiedliche Anzahl an Monstertypen jeweils im Deck. Wir können einen Drachen im Deck haben, wir können aber auch drei drin haben. Oder auch sogar gar keinen, was wir natürlich dann nicht haben wollen. Und wie gesagt, das Spiel basiert sehr auf Fusionen. Wir werden bestimmte Monstertypen gleich während eines Duells miteinander vermischen. Und dann entsprechend stärkere Monster erstellen, mit denen wir dann dem Gegner dann hoffentlich schneller besiegen werden. Ja. Für uns ist wichtig dieser doppelköpfige Donnerdrache, der hat 2800 Angriffspunkte und ist damit eines der stärksten Monster, die wir im Spiel erstellen können. Dieser wird uns auch für den Rest des Runs begleiten. Okay. So, wir haben jetzt hier eine Szene. Ja, eine Frage dazu? Nö, eigentlich nicht. Nur anerkennt, wir versuchen der Story nochmal zu folgen. Es passiert ja Spannendes im alten Ägypten hier. War schon sehr gut erklärt bis hierhin. Sehr schön. Gut, ja. Hai Shin hat seine Macht entdeckt, er greift uns jetzt gerade an und fordert uns zum Duell heraus. Hier begegnen wir sofort dem ersten und auch einzigen Scripted-Duell. Das müssen wir nämlich verlieren. Das heißt, ich lege jetzt hier ein Monster, lege das verdeckt. Und dann wird noch ein kleines bisschen mehr Sound reinbringen, Regie. Wir sind sehr feinfühlig gerade. Ein bisschen lauter für uns. Bisschen lauter, ja. Crab Turtle, auch interessant. Normalerweise startet Aishin mit einem Monster, das deutlich mehr Angriffspunkte hat. Aber hier haben wir auch interessanten RNG erwischt. Du willst natürlich eins mit deutlich mehr, damit es sich schneller kaputt macht, damit wir das Duell schneller verlieren, ganz genau. Ja. Man kann, also kurzer Funfact dazu, man kann dieses Duell gewinnen mit ein bisschen Glück und wir kriegen dann auch Karten dafür, allerdings wird uns dann immer und immer wieder herausfordern und da sind wir in dieser Schleife gefangen. Wir müssen für die Story Progression dieses Duell verlieren.
Kann nicht verlieren. Grundsätzlich Kämpfe hier, hast du jetzt auch hier Animationen, die du noch abschalten konntest oder so. Es geht darum, wer die größere Angriffskraft hauptsächlich hat bei den einzelnen Karten, oder? Richtig. Also sorry, die Animationen so sind die standardmäßig. Gibt aber auch was sehr Interessantes, eine sehr interessante Mechanik, die man hier eingebaut hat. Und das sind die sogenannten 3D-Battles. Man kann auf einem anderen Knopfdruck dann solche richtig langen Animationen dann auslösen, wodurch dann für jedes Monster ein 3D-Modell dann erscheint und dann ein Angriff ausgeführt wird. Das ist ganz nett anzusehen, aber für uns jetzt eher nicht gerade förderlich für die Geschwindigkeit. Ja. Gut, so einmal zur Story. Was haben wir jetzt gemacht? Unser Prinz aus dem alten Ägypten hat jetzt das Millennium-Puzzle zerstört, wodurch er jetzt in einer Art Limbo gefangen ist. Und jetzt sind wir wieder vorne dabei. Hier sind wir jetzt im World Tournament und wir spielen jetzt auch tatsächlich als Yugi. Mhm. Da haben wir Thea. Einmal kurzer Safety-Save. Genau, Yugi, der eigentlich unbescholtene Schüler, der jetzt bei dem Yu-Gi-Oh! Turnier mitmacht, aber Yami ist dann der Geist, der ihn beseelt später. Ne? Siehst du, da habe ich was gelernt. Ich wusste nicht, dass das der Name von einem Charakter ist. Er ist so ein bisschen Shizu. Wenn dann sein anderes Ich hervorscheint, dann ist er ein krasser Duellant. Genau, und hat schön Lidschatten und dann ist er quasi der alte Pharao, kommt in ihm hoch. Und er ist auch mehr edgy. Ja. So, zack, wir haben hier die erste Fusion gesehen. Es ist immer abhängig vom Typ, welche Karten miteinander fusionierbar sind. Hier haben wir jetzt ein Animal Beast mit ein bisschen Feuer fusioniert und haben dadurch diesen Flammenzerberus rausbekommen. Der hat schon 2100 Angriffskraft und das reicht auch schon gleich, um dieses Duell zu gewinnen. Hier war die Hand jetzt nicht so gut, aber wir kümmern uns jetzt darum, dass wir ab sofort jedes fortlaufende Duell gewinnen. Okay. Wir starten jetzt mit Rex Raptor, der ist auch noch relativ einfach, also brauchen wir uns da keine großen Sorgen machen. Ja. Kannst du bei den Anfangsduellen hier vielleicht noch mal ein bisschen was Grundsätzliches für die Leute sagen? Weil wir sehen jetzt hier das Feld mit den beiden Reihen. Du drehst die Karten teilweise auf der Seite. So einfach, dass man, glaube ich, so ein bisschen noch das Richtig. Verständnis für das Das kann ich im nächsten Zug jetzt machen, sobald wir ein bisschen mehr Überblick dafür haben. Ja. Mach ich dann sofort. Und ich gebe meinen Zug ab. Alles klar. Was wir hier oben rechts sehen, sind einmal die Anzahl der Lebenspunkte. Wir starten mit 8000. Die zweistellige Zahl darunter ist die Deckgröße. Ja, wir haben ein 40-Karten-Deck und das sind die übrigen Karten, die wir jetzt noch haben. Wenn die auf 0 geht und wir müssen nachziehen, können aber nichts nachziehen, haben wir verloren. Hm. So, das hier unten ist unsere Hand. Wir ziehen immer auf 5 Karten auf, was zum Beispiel anders ist als am eigentlichen Kartenspiel, wo man dann nur eine zieht. Und wir können jetzt hier mal gucken. Wir haben jetzt hier eine Reihe an Monstern, aus denen wir dann auswählen können. Dieser M-Warrior Nummer 1 ist ein Krieger. Und den würde man jetzt normalerweise spielen, weil der halt die größte Angriffskraft hat. Was wir aber auch machen können, wir drücken hier mal nach oben, wählen zum Beispiel hier ein Wassermonster und ein Donnermonster aus. Und wenn wir dann hier ein leeres Feld auswählen, zack, haben wir hier eine Fusion zu einer Snegge, die ein bisschen stärker ist. So, und was wir haben jetzt hier unsere Monster, die wir bereits im Duell jetzt aufgereiht haben. Die drei legen jetzt hier in Angriffspositionen. Den habe ich in Verteidigungsposition gedreht, denn wenn der angegriffen wird, kriegen wir keinen Schaden. Wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen, wir können jetzt hier einen Angriff starten, zerstören hier dann damit das Monster. Wir haben eine größere Angriffskraft als die Verteidigung, weil der nämlich in Verteidigung liegt. Und zählt das nämlich, wenn wir hier ein Monster in Angriffsposition haben, zählt die obere Angriffszahl, diese 1800, jetzt hier bei einem Blumenwolf. Und wenn der so in Verteidigung liegt, dann zählen die 1400. Mhm. So. Da unser Gegner jetzt kein Monster mehr zum Abwehren hat, können wir direkt angreifen und wir fügen Schaden in Höhe dieser Angriffskraft dem Gegner zu. Mh. So. Dann werden die ausgegaut, jeder kann nur einmal angreifen und dann drücke ich Start und gebe ab. Kannst du deinen Gegner auch direkt angreifen, wenn er Monster auf dem Feld hat? Nein, dann nicht. Ich muss auf jeden Fall die Monster zuerst angreifen. Okay. Also im langwierigsten Fall wäre das so, dass du erstmal durch alle seine Monster durchgehst und dann hat er keine Chance, seine LP zu verteidigen, ne? Richtig. Ganz genau so funktioniert das. Okay. So, dann haben wir hier den letzten Zug. Wir greifen an, machen noch mal ein bisschen Schaden. Und damit ist Rex besiegt. Sehr gut. Du kannst wahrscheinlich natürlich nicht jedes Monster mit den anderen kombinieren, oder? Nein, es geht nur mit bestimmten Typen oder auch halt bestimmten, halt genau Monstern, mit denen du fusionieren kannst.
So, jetzt haben wir hier den Bildschirm, das ist unser Endbildschirm. Wir haben jetzt hier drei Sachen, die wir sehen. Mhm. Einmal nämlich bei Dual Skill unseren Rang. Das ist jetzt APAU. Ränge werden dadurch angezeigt, wie schnell und wie gut du in einem Duell warst. Wenn du ein Duell schnell machst und du hast sehr oft starke Monster gespielt und das Duell hat vielleicht nicht länger als 3-4 Runden gedauert, dann kriegst du einen hohen Power-Rang. Wenn du allerdings viele Fusionen machst oder auch so Dinge wie viele Zauberkarten spielst, dann wird der Rang ein bisschen niedriger oder geht dann auch in Tech rein. Tech wäre dann das Gegenüberliegende. Die Ränge sind insofern für uns relevant, weil wir je nach Rang unterschiedliche Karten bekommen. Bei einem hohen Power-Rang kriegen wir zum Beispiel stärkere Monster und bei einem hohen Technik-Rang kriegen wir eher eine Chance auf Zauber- oder Fallenkarten. Okay. Das wird für uns später aber erst relevant. So, und jetzt sind wir ja auch, wir kriegen auch Sternenchips, abhängig davon, ob wir einen SA, B, C oder D-Rang bekommen haben. Und je besser der Rang, desto mehr Sternenchips kriegen wir. Mit diesen Sternenchips können wir Karten kaufen nachher. Das werden wir auch noch machen. Mhm. Dafür geben wir dann den 8-stelligen Code ein, den es dann auf diesen Karten dann immer dann unten gibt. Und ganz unten sehen wir noch die Karte, die wir bekommen haben. Crawling Dragon Nummer 2 ist zum Beispiel schon sehr gut. Nämlich nochmal ein Drache, den wir unbedingt brauchen. So. Normalerweise wäre das die einzige Karte, die wir bekommen würden. Wenn ich jetzt aber hier durchschalte, ändert sich die Karte und dann können wir durch die ganzen 15 Karten, die wir hier erhalten, dann durchschalten. Ah, okay. Alles dann klar. Dann sind die automatisch in deinem Deck am Ende dann vorhanden. Ne? Richtig, die fügen sich dann automatisch dann der Collection hinzu. Die musst du dann auch selber dem Deck hinzufügen. Warum bist du denn jetzt auf Yu-Gi-Oh! Gekommen? Also bist du ein Fan der Serie oder hast du die Karten gespielt oder magst du das Spiel einfach an sich? Alles. Weil das ist alles. Ja, also schon Yu-Gi-Oh! Das ist so, das war meine Teenie-Zeit. Es ist ein großer Teil meines Lebens auch. Ja. Muss man ja, also, wenn man sich Yu-Gi-Oh! Mal verschrieben hat. Yu-Gi-Oh! Bin ich persönlich einfach schon sehr viel. So, wir gehen jetzt einmal ins Free-Duel. Wir können jetzt alle Gegner nochmal bekämpfen, die wir bisher begegnet sind. Wir gehen hier zu Duel Master K. Der ist sehr interessant, denn er spielt das exakt gleiche Deck wie wir. Und wir werden hier jetzt erstmal anfangen, ein wenig zu farmen. So, und dann schmeißen wir erstmal ein paar Karten raus, die werden hier nicht brauchen. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Der war gut, der ist gut. Und ich schätze... Ja, also was ich jetzt mit diesen Deck-Edits mache, ist einfach das Deck so aufbessern, dass wir bessere Fusionen und bessere Monster machen können, sodass der Rest von der ersten Phase des Speedruns ein bisschen... halt grundsätzlich besser läuft. Bist du so. dann auch richtig gut in einem Duell gegen einen menschlichen Spieler zum Beispiel? Oder ist es halt eher genau abgestimmt auf dieses Spiel jetzt, was du gelernt hast? Das ist jetzt genau abgestimmt auf dieses Spiel, was wir hier jetzt gerade machen. Ja, aber das dich, hat mit dem eigentlichen Spiel, also dem eigentlichen Kartenspiel außerhalb in dieser Welt nichts zu tun. Okay. Natürlich praktisch, so, wenn man bei sowas trainieren kann und dann beim nächsten Yu-Gi-Oh!-Turnier im Supermarkt dann sagt... ich denke ja schon, dass ein Speedrunner in Yu-Gi-Oh! Sicherlich auch analog ganz gut ist mit den Karten. Hätte ich jetzt gedacht einfach, weil du natürlich die... Allein wie schnell du hier die Monster aussortierst. Ja. Ne? Du weißt ja irgendwie, was bedeutet. Auch beeindruckend, wie viele verschiedene Karten gibt's denn? Oder hast du die wirklich auf den ersten Blick, dass du sofort sehen kannst, okay, das ist das, was ich brauche, das kann man damit fusionieren. Wie viele Karten grob musst du da im Kopf haben dafür? Ich sag mal so, 50 Stück muss man auf jeden Fall haben und auch die Typen. So, hier ist unser Ace-Monster, das wir endlich haben, der doppelköpfige Donnerdrache. Wir können den jetzt endlich machen. Wunderbar. Und jetzt haben wir auch nochmal ordentlich Angriffskraft auf dem Feld. Wenn der jetzt fusioniert ist, dann hast du auch die fusionierte Karte am Ende. Die ist nicht wieder auseinandergezerrt am Ende, oder? Doch, die ist wieder auseinandergezerrt. Ah, okay. Wir müssen die jedes Mal immer wieder im Duell fusionieren. Ah, okay. So, der ist auch gut. Dann haben wir hier den 2100er, wunderbar. Dann haben wir das Duell nämlich direkt schon im Sack. Ist mehr so eine Dragon Ball Fusion, ne? Ist erstmal so gemacht für den Kampf. Die Ohrringe benutzt, ne? Und dann geht's so in der Richtung, ja. Zurück. So, das war Duell Nummer 1. Theoretisch. Das ist auch so. Nee, du musst zur anderen Seite machen, sie ja. Ne? Dann kann man so dazwischen. Okay, wir haben noch ein Donnermonster bekommen. Damit haben wir jetzt 3 Stück. Das ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar mehr Drachen bekommen. Okay, dann schmeiße ich die restlichen raus. Die sind nämlich unnütz. Den rein. Da haben wir noch was. Klar, wir haben noch ein paar Sachen. Krieger brauchen wir nicht. Da kann man nicht so viel mit fusionieren. Machen wir den noch rein. Ist okay. So, zack, zack.
Ich habe ja auch noch einen Tracker bei mir stehen, der auch anzeigt, wie viele Drachen und Donnermonster ich drin habe. Manchmal vergisst man sowas schon mal, da kann man schon ein bisschen... Kann man schon mal ein paar Dinge vergessen. Vor allem, wenn man mehrere Runs am einen Tag macht. Ja. Sowieso, ja. Das werden wir ja noch im weiteren Verlauf sehen. Kann dich die KI eigentlich noch groß überraschen im Kampf selber? Also, wo du mal durcheinander kommen kannst, oder hast du das so gut im Blick, dass du dann noch voraussehen kannst, wie die KI bei bestimmten Sachen agiert? Relativ. Das kommt immer auch darauf an, was die KI dann selber an Karten zählt. Und da spielt auch der RNG-Faktor wieder eine große Rolle. Mhm. Grundsätzlich aber, es gibt einige Dinge, die man bei der KI beachten kann. Zum Beispiel, dass, wenn der Zug gerade anfängt, der checkt erstmal, okay, was hat der auf dem Feld? Okay, der hat Monster, dann spiele ich jetzt selber ein Monster. Und die KI wird auch selber immer erst ein Monster spielen, wenn sie selber sonst nichts anderes auf dem Feld hat. Das wird vor allem im späteren Verlauf des Runs eher relevant werden. Cyber es kann Source. Auch mal sein, ja, bitte? Nix, ich hab mich nur... Über den Saurier. Ja, die Namen sind so cool teilweise. Ja, ey, als der Kind hätte ich das auch geil gefunden. Ja. Cybersaurus, das kannst du nicht uncool finden. Ja. Ja, damals ging das. Cool. Wenn wir jung genug gewesen wären, um die ganzen Karten dann zu kaufen und selber. Ja. Ne? Ich bin fast froh, dass wir wären verloren gewesen. Ja. Das gute Geld, wir können doch nicht in sowas investieren, nein. Ja, ich hab nur WWF-Karten gehabt, sonst... WWF-Karten auch. Und Klebesticker von Disney-Filmen. Ja, yeah. Also und Panini-Dinger, ja. Ja. Lustigerweise würden sich gerade WWF-Karten auch wunderbar für so ein Kampfsystem ja, eignen, eigentlich oder? Schon. Du siehst hier dein John Cena mit dem Undertaker. Ja, genau. Ja. Der Cena-Taker. Die Drops waren nicht so gut. Ich gehe jetzt einmal zurück Rey zu Rex, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit auf Drachen ein bisschen besser. Ja, jetzt hast du einen anderen Gegner angewählt. Ich habe jetzt, genau, ich bin jetzt von dem Duel Master K runtergegangen und gehe jetzt auf Rex zurück, den wir am Anfang hatten. Du konntest hier bei den Gegnern auch welche aussuchen, die in der Vergangenheit gewesen sind, in der Theorie, weil du die ja schon gekämpft hast. Man muss schon einmal gegen die gespielt haben, sonst funktioniert das nicht. Ja, aber du bist ja jetzt hier in der Modernen sozusagen, kämpfst aber trotzdem dann gegen die alten ägyptischen Großvisiere. Achso, ja, das funktioniert. Also da macht man im Prinzip eine kleine Zeitreise. Okay. Ja, das geht. Okay. Ah, hier ist wunderbar. Wir werfen eine Frau mit einem Stein und bekommen eine Sandhexe. Das sind auch Dinge, die natürlich total logisch sind. Das war mein Wochenende. Gut, was haben wir hier? Ja, das sieht doch wunderbar aus. Mach mal den noch. Das geht super. Der tut schon wieder. Den werden wir noch so häufig sehen. Ja, der Clown-Zombie kann nicht gegen die Sandhexe dann bestehen, das wissen wir. Clown-Zombie ist auf jeden Fall mein Highlight bisher. Kannst einen Film draus machen. Ja, ist es? Naja, es ist ein bisschen schwierig. Ist es ein Clown, der zum Zombie geworden ist? Oder ein Zombie, der Clown werden möchte? Ja, der in so ein Clown-Make-up gefallen ist. Ja, genau. Und der weiß gar nicht, dass er ein Clown-Zombie ist. Und stolpert immer über seine eigenen Füße, die abfallen. Die großen. Ja, das finde ich sehr gut. Ach. Clown-Zombies erinnern mich immer an Left 4 Dead 2. Da gab's die ja auch. Und die haben immer gequiekt mit der Nase. Also haben andere Leute, haben sie da andere Zombies rangeholt, wenn du sie nicht rechtzeitig erledigt hast. Mein Gott. Sie haben einen Nutzen, ja. Diese Clown-Zombies. Die Nase. Ja. Aber die können sich dann nicht anschleichen immer, ne? Das ist immer nur tuten dann die ganze Zeit. Okay. Gleich ein S-Ranking. So wie sie's gehört. Hast du das bekommen, was du wolltest? S für Starships. Ne, tatsächlich habe ich noch einen Donner mehr bekommen, aber dafür darüber freue ich mich trotzdem. Das ist auch immer sehr, sehr nice to have. Wir wollen die Donnermonster. Mhm. Kurz gucken, was nehme ich raus. Okay, nehmen wir die Aquamonster raus. Können wir auch die hier rausnehmen. Gut. Wow, und wenn du das jetzt mit nur einer Karte pro Match, die du bekommst, machen müsstest, das würde ja dann exponentiell länger. Eine Weile. Ja. Mhm. Was dauert denn? Hast du mal einen Run gemacht ohne diesen 15er Mods? Nein, bisher noch nicht und Gott bewahre, dass ich das jemals machen werde. Aber es gibt bestimmt welche, die das dann pur so machen bei dem Spiel, oder? Es gibt auch ganz
harte Fälle, die dann auf 100% spielen, sodass sie jede Karte einmal besitzen. Aber sie sind noch nicht fertig mit dem Run, seitdem sie angefangen haben. Ja, damals in den 90ern. Im Prinzip kann man so sagen. Ja, solche Runs dauern dann schon mal 75 Stunden. Oh, komm, ey. Das wirst du das noch Run nennen? Geh mir weg. Nee. Tatsächlich so. Nee, du machst natürlich mehrere Segmente, also machst das nicht in einem Sitting durch. Aber dann bist du auf jeden Fall beschäftigt. Mhm. Ich wollte schon mal sagen, Gregor, denk nicht mal dran, die einzuladen. So, kurz gucken, aber auch das sieht gut aus. Wir kümmern uns einfach nur darum, dass wir mit so wenig Material wie möglich große Monster machen und dann ist alles gut. Kurze Farming-Session. Wir sollten aber auch bald durch sein, solange ich jetzt endlich einen weiteren Drachen bekomme. Und dann können wir weitermachen. Du musst um den Rest des Turniers kümmern. Der Pumpkin war das. Hm. Ja, der Pumpkin, genau. Der Königskürbis. Entsteht aus Zombie und Pflanze. Hier machen wir jetzt auch eine Unique-Fusion. Das geht nur mit diesem Mammoth Graveyard. Wir nehmen den und ein Zombie-Monster dazu und bekommen den Great Mammoth of Goldfine. Geil. 2200. Yeah. Sieht auch nice aus. Das ist auch eine Fusion, die nur auf diese Art und Weise funktioniert. Guck mal, vielleicht wenn wir ein bisschen Glück haben, kann ich euch zeigen, was es für extrem... Okay, noch ein Crawling Dragon ist gut. Na komm, reicht. Geh mal weiter. Extrem krasse Fusion zeigen können. Erstmal speichern, ganz wichtig. Was man nämlich auch beachten muss, wenn man in der Kampagne... egal gegen wen ein Duell verliert, ist direkt Game Over. Oh. Ja, und dann kehrst du zum letzten gespeicherten Spielstand zurück. Und wenn du lange nicht gespeichert hast, dann... Oh, wir haben noch sogar zwei Drachen gekriegt. Das ist gut, 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 gut. Bei Yu-Gi-Oh!-Gegnern muss ich immer sagen, die sehen alle so suffisant und selbstsicher aus. Ne? Das kriege ich auch gegen mein Deck. Ja, das sind da so. Als ob du gegen mein Deck bestehen kannst, du Anfänger. Alles du kannst das nicht. Mein Vater hat mir das schönste Deck gekauft, was es gibt. Okay, das sieht gut aus. So, zwei Drachen mehr, dann haben wir einen vier Drachen, vier Donnermonster. Das ist schon mal für den Anfang sehr gut. Guck mal, was die restlichen Gegner so geben. Wir haben jetzt hier Weevil. Weevil ist tatsächlich schon einer der... nicht wenig schwierig sein kann. Ich will es mal so sagen. Kann nämlich direkt schon, wenn wir ein bisschen Pech haben, ein Monster beschwören, das auch 2200 Angriffspunkte hat. Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus. Auch das können wir machen. Machen wir den wir gerade hatten. Zack. Okay. Die Karten, die du nachgezogen bekommst aus deinem 40er-Deck, was du am Anfang hattest, werden dann zufällig nochmal die restlichen Karten aufgefüllt, ja? Ja. Mhm. Also nicht in Sequenzen, weil es gibt immer 1, 2, 3, sondern immer zufällig da rausgewählt, ne? Richtig. Ja. So, dann haben wir hier... Ah, die Hand ist jetzt nicht gerade gut. Wir haben leider nochmal so ein schwaches Monster. Gucken wir mal, dass wir gleich was Schönes nachziehen können. Gerade geklappt noch. Ja, der wird jetzt aber am nächsten Zug angegriffen werden. Also Weevil kommt da schon mit Monstern, die ein bisschen mehr Bums haben. Oder auch nicht. Hm. Hat gleich in den Abwehrmodus gepackt. Er hat den Abwehrmodus gepackt, hat ein bisschen Angst bekommen. Aber die Sandhexe... So viel zu Süffisant, ja. Die Süffisant-Hexe, ja. Alles klar. So, im nächsten Zug sollten wir aber trotzdem durch sein. Ja, das sieht gut aus. Auch im Abwehrmodus wieder. Ja. Gut. Dann wird es Zeit. Wir machen eine Schlange und eine Lampe zu einem griesgrämigen alten Mann. Auch das ergibt Sinn. Na klar. Ist der Schlangenlord. Reicht das diese Runde? Zwei. Ja, oh, doch, ich hab mit dem ganz rechts noch nicht. Da. Ja, hast du ihn. Und dann haben wir's. Nice. Guck mal. Ah, hier haben wir zum Beispiel einen B-Rang. Da kriegen wir schon etwas weniger starke Monster. Okay, weil ich mal bei einem Drachen dazu bekomme, das ist gut. Ich habe verloren. Kurz ein Taschentuch. Mhm. Nein, wie kannst du nur?
Mein Leben ist verwirkt. Ich bin doch Regionalmeister. Gehe ich rüber zu Magic the Gathering. Spießt du. Kurz. Oh, hier haben wir auch das erste Mal unsere Falle. Fallenkarten sind auch sehr interessant. Die hier sagt, wenn ein Monster mit 1500 oder weniger Stärke angreift, wird diese nämlich automatisch dann ausgelöst. Hier werden Fallen automatisch ausgelöst. Mhm. Und das zerstört dann das angreifende Monster. Fallen werden wir auch noch ein paar häufiger sehen. Und jetzt gucke ich mal ein paar von den Zombies raus. Und dann haben wir den drin. Dann haben wir... Machen den rein und die Prevent Red ist gut. Alles klar, weiter geht's. Gut, gut. Ist der nächste Gegner? Gar nicht der nächste Gegner ist Mai Valentine. Ah. Mai. Kennt man ja, die Gute mit den Haarpinnen und die ihre Karten eingesprüht hat, damit die genau weiß, was sie als nächstes zieht. Mhm. Ah. Dass das erlaubt ist überhaupt vom Yu-Gi-Oh! Weltverband. Seto Kaiba macht die Regeln. Da ist alles erlaubt, wenn es ihm passt. Es ist so alles. Ich hatte immer das Gefühl, auch wenn es schon ewig her ist, dass ich die Anime-Serie geguckt habe, aber jeder der Bösewichte hatte seine eigenen Vorteile, wo sie gecheatet haben. Aber dann hat Yugi selbst gesagt dann, nee, auch das werde ich überwinden. Mhm. Na? Du sollst cheaten. Die Kraft der Freundschaft, ganz wichtig. Die Kraft der Freundschaft, die Kraft der Freundschaft und das Herz der Karten wird von mir gerade zufällig die Karte mir hingelegt haben, die ich gerade brauche am Ende. Natürlich. It's magic. Ganz genau. It's not magic. Klammer in Klammern. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe. Jedes dieser Monster hat hier nämlich zwei dieser Schutzsterne. Schutzsterne funktionieren in etwa so ein bisschen wie Typenbonus. Wenn ich den jetzt hier zum Beispiel Mars lege, Mars ist gerade besonders für die wichtig, die oder haben meistens die einen Feuertypen extra noch haben. Und da liegt jetzt hier zum Beispiel, das kann ich nämlich direkt schon sehen, da ist ein Guardian-Star in Rot. Das ist ein Neptunstern. Das ist zum Beispiel für Wassermonster hauptsächlich vorgesehen. So, und wenn ich jetzt hier angreife, das verteidigende Monster kriegt jetzt, man kriegt es sogar nicht besiegt, kriegt einen Bonus von 500 Angriff- und Verteidigungswerten. Mhm. Ja. Also wirkt der Schutzsterne wirken hier ein bisschen wie ein Typenbonus. Und müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das galt jetzt nur einmal, dieser Bonus. Du hast ihn ja mit der nächsten Karte dann erledigt, ohne dass der den Bonus gekriegt hat. No? Richtig, ganz genau. Weil dann die Schutzsterne nicht miteinander funktionieren. Das ist so ein bisschen wie ein Waffendreieck. Bei Fire Emblem. Mhm. Und hier nehmen wir den jetzt mal an Pluto. Bei solchen Kartenspielen immer, wenn du natürlich immer nur es so simpel hältst, okay, du musst nur darauf achten, ist die Zahl größer als die andere, aber dann bringst du andere Elemente rein, die es dann komplizierter machen. Mhm. Schutzsterne, echt? Abwehrmodus, Angriffsmodus, wann kannst du die drauflegen und dann wird's kompliziert. Ja. Ja. Genau, und im späteren Verlauf, wenn die Monster dann zu stark für unser Ace-Monster sind, für unseren 2800er, dann müssen wir ein bisschen mit den Schutzsternen umspielen. Bisher gucken wir jetzt einfach nur, dass wir weiter durchkommen. Jetzt kommt Bandit Keith. Ja, Typ außer. Hat er nicht, Keith, hat er nicht typ, gegen Joey Wheeler in der Folge gekämpft, in der Höhle? Irgendwie sowas, ne? Richtig, nee, das war nicht er. Also er war mit dabei. Sein eigentlicher Duelland war ein anderer. Aber dann später, als sie hier in dem Schloss von, wie heißt er, Pegasus war. Ja, ja. Dann haben sie sich gegeneinander gebattelt. Und Keith war immer der geschummelt hat. Der hat sich immer eine Karte halt irgendwo rausgeholt. Ja, aus dem Bandana raus hier. Zack. Und dann war vorbei, ganz genau. Was hast du da hinter deinem Keith Ohr? Ein Kuribo. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier kann er einen 2600er schon spielen, wenn wir viel Pech haben. Alles gut. So, er kann es natürlich immer noch nachziehen. Es kann immer noch alles in eine ganz verkehrte Richtung gehen. Aber bisher, Cast of Dark Illusions, alles gut. Wir machen weiter unsere Monster. Passt. So, was ziehen wir als nächstes? Wir machen wieder unseren brennenden Hund. Das war ja nix. Gar nichts. Die können uns noch gar nichts anhaben.
Aber sehr bald, dann kommt schon der erste wirklich starke Gegner. Weißt du denn, ob die Story von dem Spiel jetzt hier irgendetwas Konkretes aus Manga oder Anime nachstellt? Oder ist es eine eigene Storyline für das Spiel? Es ist relativ eigen, bedient sich aber ein bisschen mehr aus dem Manga. Ja, das erschien zum ersten Mal in Japan in 1999, wo das Kartenspiel noch nicht so einen großen Effekt hatte. Oder eigentlich noch niemand wusste, wie das eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Und dann hat man sich halt ein bisschen mehr an dem Manga orientiert. Zum Beispiel so Charaktere wie Mako Tsunami oder hier Marik Ishtar, der ja später eine große Rolle gespielt hat im Anime, sind hier noch gar nicht dabei. Ich finde Namen wie Mako Tsunami auch schon toll. Ja, interessant, ich will irgendwann auch mal die frühen Mangas danach holen. Die hatten ja noch mal diesen größeren Gewaltaspekt tatsächlich, wo es mal richtig brutal zugegangen ist. Da hatten die doch tatsächlich Pistolen und nicht so unsichtbare. Ja. Okay, hier noch ein kurzer Plot. Das ist hier der Shadi. Der erzählt uns gerade, hier auf dem Turnier sind jetzt alle möglichen Leute, die Millenniumsgegenstände haben. Und die müssen wir denen abziehen. Weil wir die dann später brauchen, um den Prinzen, den wir ganz am Anfang gespielt haben, den sehen wir jetzt das erste Mal. Den wollen wir jetzt wieder erwecken, indem wir dann die Millenniumsgegenstände dann an uns nehmen. Genau, der ist in diesem Puzzle gefangen, was wir am Anfang gesehen haben, dieses Dreieck. Das ganz genau. Die Schachtel aus Hellraiser sozusagen. Zufällig sieht da ein bisschen aus wie Yu. Ja, es ist interessant, dass die fast genauso aussehen, nur die Frisur ist ein bisschen anders. Und der Lidschatten. Frisur ist nicht anders, sie ist nur nach oben. Es ist invertiert, ja. So, die Cutscene ist überstanden. Wir müssen auch direkt gegen ihn spielen. So, was haben wir denn aber so Schönes bekommen? Nicht. Schade, normalerweise ist Keith nämlich derjenige, der uns sowas wie einen Dragon-Zombie gibt. Und mit dem können wir auch noch sehr einfach den Doppelköpfigen machen. Hat aber hier jetzt gesagt, nö, mach ich nicht. Mach ich nicht, wollen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay, und hier ist jetzt auch das erste Duell, wo ich jetzt gezielt auf einen B-Rang spielen möchte. Weil wir nämlich so langsam Ausrüstungszauberkarten brauchen, die dann unsere Monster nochmal verstärken. Ja, wir werden nämlich später Gegner haben, die 3000 oder mehr Angriffspunkte haben. Mit 2800 sind wir da ein bisschen knapp bemessen. Und deswegen brauchen wir Karten, die uns dazu verhelfen, dass wir das ein bisschen geschmeidiger hinbekommen. Wir machen das mal so rum. Wir nämlich den bekommen. Ah, war Pluto gut? Wir müssen mal so rum machen. Shadi ist jetzt kein großartiger Gegner. Er ist praktisch wie, na, mal ganz kurz die Luft zum Atmen. Atme mal kurz durch, mach kurz Pause. Und nach Shadi kommen dann nochmal Gegner, die extrem auch nervig werden können. Schauen mal, wie das dann abläuft. Ich mache jetzt ja auch absichtlich mehr Fusionen. Das ist nämlich gerade wichtig für den B-Rang. Ich muss mindestens 5 Fusionen machen. Ah. Und unter 28 Karten verbleibend im Deck kommen, damit ich diesen B-Rang erreiche. Also diese funky PlayStation Jazz-Musik, ey. Ja, aber hat was. Das ist eines der wenigen Spiele, die Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sehr gut gemacht hat, und das ist der Soundtrack. Es ist von Konami, das Game, oder? Ja. Es ist schon offiziell von Konami, ja. Ich kann mich erinnern, zumindest ich habe es recht häufig im Kaufhaus gesehen. Das waren solche Spiele, die waren gern mal in den ganzen Kisten drin, wo mal dann noch PlayStation 1-Spiele so abverkauft wurden, so um die Jahrtausendwende. Okay. Das und wie ist das andere Spiel? Duelist of the Roses oder so? Ja. Oh ja, ja, das kam dann später für die PS2. Ja. So komisch, das sagen auch immer viele Leute. Mensch, Dr. Wurst, Peter, warum guckst du dir nicht das mal an? Das ist ja fast das Gleiche. Naja. So, ich habe gerade nachgeguckt. Shadi hätte eine Chance gegeben, uns auch eine Ausrüstungszauberkarte zu geben, die zu uns passt. Ist allerdings nicht passiert. Stattdessen haben wir noch mal 2 Donnermonster mehr bekommen. Oh. Das ist wiederum gut. Ah, noch 2, oder? Wurde geätscht. Kurz überlegen, was schmeiß ich raus?
Den brauchen wir nicht. Wir haben ein paar zu viele davon. Und das Cyberschild kann ich auch weg. Mushroom Man. Den nehmen wir mit ins Deck. So, Bakura kann jetzt anfangen, nervig zu werden, weil er nämlich gerne Monster spielt, die 3000 Verteidigungspunkte haben. Uff. Und dann müssen wir erstmal gucken, wie wir da drüber kommen. So, den lege ich jetzt in Pluto, weil er sehr viel in Neptun spielt. Und Pluto ist gegen Neptun sehr effektiv. Hat ein bisschen was von Pokémon. Mhm. Ah. Das ist unschön. Er hat was in Uranus gespielt. Uranus bedeutet im ersten Fall, da liegt was mit großer Verteidigung. Deswegen gucken wir jetzt mal. Ich schmeiß auch ein paar Karten extra weg. Karten, die sich nicht fusionieren lassen können, die schmeißt er einfach weg. Und ich muss mit dem angreifen. Es ist eine Labyrinthmauer. 3000 Verteidigung, kommen wir nicht drüber. Aua. Autsch. Ja. So. Ah ja, und das ist doch das erste Mal, dass wir tatsächlich Backrow sehen. Backrow bedeutet einfach nur, dass er Karten in der hinteren Reihe spielt. Da befinden sich dann Zauber- und Fallenkarten. Hm. Okay, ist nicht so, dass dann, also du auch Monsterkarten da haben kannst, die dann aber weniger Schaden nehmen oder die du erst in die vordere Reihe packen musst, sondern es ist nur für Fallen und die anderen Karten reserviert, ne? Die sind ganz genau so aufgeteilt. Hinten Zauberfallen und vorne Monster. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich überlege gerade, ich glaube aber, das Einzige, was ich hier tatsächlich machen kann, ist erstens mal die Fusion nicht richtig machen. Sehr gut. Und ich glaube, eine Zauberkarte gibt es, die wir hier tatsächlich nutzen können, um das Duell gleich zu gewinnen. Frage ist, ziehen wir die gleich? Finden wir jetzt heraus. Und nein, wir ziehen sie nicht nach. Schlecht. Schade, schade. Deswegen, ich schmeiß die nochmal alle weg, damit wir Platz für die nächsten Karten direkt machen können. Was hat er denn da gespielt? Den können wir zum Beispiel besiegen. Das ist gut. Und dann können wir da zumindest Schaden anrichten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ich ihn ein bisschen zum Angreifen motivieren kann. Mit schwächeren Monstern. Und ihm dadurch dann mit Stärken da wieder Schaden zufügen kann. Und da ist sie. Machen wir direkt. Darkhold ist eine Zauberkarte, wenn ich die einsetze, zerstöre ich alle Karten auf dem Spielfeld. Oh, Und dann ist alles weg. Nachteil ist, er kann jetzt natürlich direkt nachziehen. Aber kriegt nicht mal die Labyrinthwand, ne, die dann ja... Richtig. Boah, da war. Okay, wunderbar. Und wir können auch mit was deutlich stärkerem nachziehen. Hier müssen wir den tatsächlich im Mondschutzstern spielen. Denn dieser Cybersaurus ist im Uranus-Schutzstern. Der ist gegen Pluto sehr effektiv. Das wollen wir nicht. Auch wenn es jetzt nicht so einen großen Unterschied macht. Aber besser ist, da ein bisschen sicherer zu spielen. Und hier mache ich den. Fast schon wie so Astro-TV, ne? Du spielst im Uranus. Wie ist der bei uns? Senderon, ja. War's? Senderon, ja. Damals gab es hier Pluto noch. Damals war es noch ein Planet. Konami hat Pluto gekauft. Na, können sie jetzt überall benutzen. Ja, mit Sicherheit. They should never give Kojima money. Ja, es ist, also Yu-Gi-Oh! Ist eben noch mega groß. Ich glaube, gerade auf den Handy, es gibt viele Handy-Apps von Konami auch noch. Duel Links wird sehr häufig gespielt, ja. Mhm. Das ist so das Handyspiel schlechthin. Wir werden auch noch mal schauen, es wurde auch tatsächlich ein... Sekunde, ich muss eben nachschauen, was ich bekommen habe. Oh, das ist gut. Gehe ich gleich drauf ein. Nämlich das sogenannte Master Duel. Das soll dann für PC dann bald erscheinen. Und da soll man dann auch das tatsächliche Kartenspiel. Ja, Duel Links ist ja eher so sein eigenes Ding. Aber Master Duel kommt dann raus und wird dann das aktuelle Yu-Gi-Oh! So wie es momentan ist, kommt es dann auf dem PC. Ja, Yu-Gi-Oh! Selbst hat viel Wandlung gemacht, alleine was die Anime-Serie angeht. Na, grundsätzlich dann auf einmal haben sie auf Motorrädern gegeneinander gespielt, dann gab es eine Virtual Reality-Staffel irgendwie so. Da, also als jemand, der nicht dann komplett drin ist, wenn ich ab und zu mal eine Folge gesehen habe, ich verstehe das alles nicht. Ja. Ich auch nicht. Ich war raus bei den Teilen hier um den Arm. Danach. Irgendwo haben wir es noch im Fundus, unser Kartenplastik, Pink-Plastikarm hier. Hätten wir mal hier mitbringen sollen für die Sendung. Ja, das ist so, da könntest du so Schnittchen draufpacken und so. Willst du noch eine Gurkenscheibe? Also, Moment.
Das ist so eine Plastikscheibe. Ich kann sagen, da kann ich die Karten dann so drauflegen. Genau, es ist quasi wie, als ob du, wenn du duellieren willst, aber keinen Tisch brauchst, dann stehst du da mit so einer Armschiene, wo du dann wie so ein Flügel das am Arm hast und dann deine Karten drauflegen kannst. Hm. Kannst du parallel noch boxen eigentlich? Ja, wahrscheinlich. Also boxen und zwischendurch die Karten legen. Und in der Anime-Serie wurden die dann auf das Spielfeld produziert. Natürlich, natürlich. War doch, Seto Kaiba hat dann diese ganze Maschinerie erfinden lassen, wo man die auch sehen kann. Hm. Ganz genau. Ja. Ja, und wenn er sowas macht, dann darf er auch die Regeln bänden. Ja, natürlich. Aber er macht das ja nur, weil er seinen Bruder so sehr liebt. Natürlich. Ja. Der ja nicht irgendwie schon 5000 Mal gekidnappt wurde oder sowas. Ach Gott. Also rein, ich habe den Plot auch nicht mehr so richtig im Kopf, aber wie war das? Seto Kaiba ist auch irgendein 15-Jähriger, aber ist Besitzer eines internationalen Konglomerats, weil seine Eltern entführt wurden von aus. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber sein kleiner Bruder wird immer entführt und er kämpft immer für seinen kleinen Bruder. Eigentlich ja. Ist er der Böse, aber auch der Gute. Mhm. Hm. Soweit ich das doch weiß, Kaiba war von Anfang an weise und war mit seinem Bruder halt in dieser Waisenstätte und wurde dann von diesem großen Entrepreneur dann aufgenommen, der ihn dann alles mögliche an Geschäftswissen eingeprügelt hat. Natürlich. Und so hat er dann, weil er dann so einen Hass auf seinen Adoptivvater dann gehegt hat, hat er ihn dann praktisch dessen Firma aufgekauft und dann aus dem Weg geräumt. Das ist so Anime-Logik. Das ist so typisch Anime. Super Anime, ja. Du hast mir alles beigebracht, aber ich hasse dich und deshalb kaufe ich deine Firma auf. Mit dem Geld, was du mir gegeben hast. So, das läuft bislang noch sehr gut. Es hätte gerade eben, wir waren gerade bei diesem Maximilian Pegasus, sein Millenniumsauge hat und ein bisschen cheaten kann. Mhm. War es nicht der Endboss der ersten Season oder so? Bitte? War es nicht der Endboss der ersten Season oder so? Richtig, genau. So, und wir haben noch mehr Drachen gekriegt. Das ist super. Packe ich den raus. Zwei von denen, die braucht man nämlich nicht mehr. Ja, perfekt. Die ist gleich relevant. Da gehe ich aber nachher noch drauf ein, wenn wir sie brauchen. Okay, das könnte... Nee, so rum muss ich das machen. Reihenfolge ist wichtig. Hinterher mache ich noch irgendeine Fusion falsch und dann haben wir da irgendein Käsemonster draußen, das einfach nicht angreifen kann. Das wäre nicht so gut für uns. Aber es wäre aus Käse. Mhm. Schon lecker. Mhm. Oh, jetzt Käse. Scheiß auf die Drachen. Das würde mich so sehr wundern, wenn es da einen Drachen aus Käse gäbe im Spiel. Das alles ist möglich in der Welt von Yu-Gi-Oh! Gibt mittlerweile über 10.000 Karten in einem Kartenspiel. Oh. Da ist bestimmt irgendwo ein Käsemonster dabei. Ich glaube auch. 10.000? Ja. Davon träumt Pokémon. Yu-Gi-Oh! Existiert ja auch schon seit fast 20 Jahren und das blieb auch nie stehen. Was ist das denn? Ja, hat jetzt. Okay, sie hat jetzt gerade das Monster gespielt, was wir selber spielen und kommen da erstmal nicht drüber. Super, freue ich mich. Müssen wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen abspecken und dann gleich mit unserem schwarzen Loch wieder alles wegfegen. Du behältst das erstmal in deinem Deck sozusagen, bis sich eine gute Gelegenheit ergibt dafür, ja? Richtig, genau. Ich warte jetzt erstmal, wenn sie ein bisschen mehr spielt, sodass sie ein bisschen an, sag mal, Angriffskraft verliert. Was die KI auf jeden Fall macht, ist immer das stärkste Monster zuerst ausspielen. Mhm. Okay, perfekt. Dann kann ich hier jetzt Darkhold einsetzen. Und schwupps, ist es weg. Super. Aber jetzt ist dein Zug auch beendet? Ja. Mein Zug ist jetzt... Ja, man kann immer nur pro Zug eine Karte spielen. Okay. Dann auch. Okay, da liegt eine Zauberkarte hinten. Das ist ein bisschen unschön. Das könnte alles sein. Wir greifen hier jetzt weiter erstmal an. Konnte sie Raigeki haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, die macht jetzt unsere Angriffskraft schwächer. Ah, nein! Oh, ich hasse diese Karte. Es tut mir leid, das ist die guten Lichtschwerter. Wir dürfen jetzt 3 Runden lang nicht angreifen. Ah. Also, wir machen jetzt erstmal unser Feld mit Monstern voll.
Ah, Spellbinding Circle. Das heißt, die Angriffskraft aller unserer Monster ist jetzt um 500 geschwächt. Das ist aber noch okay. Und noch kommt sie nicht gerade mit starken Monstern an. Also können wir da ein bisschen umspielen. Gut, ich gucke, dass ich ein bisschen nachziehe. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall, sobald die Schwerter weg sind, die Oberhand behalten, sodass wir alle ihre Monster wegbekommen. Drei Turns halten die Schwerter. Drei Turns. Und wir haben noch einen Spellbinding Circle, das heißt, wir sind noch schwächer. Greift trotzdem nicht an. Interessant. Okay. So, das ist Zug Nummer 3. Im nächsten Zug können wir dann wieder ansetzen. Kein Angriff, immer noch nicht. Das ist sehr, sehr gut für uns. So, hier haben wir, glaube ich, ja, da kommt Nekogal raus. Es macht doch einen Unterschied, ob man, also Frauen spielen hier tatsächlich eine große Rolle. Nein. Beides Katapult-Schildkröten und ich komme nicht drüber, weil ich jetzt zu schwach bin. Du hast nur eine Karte mit 2-1, ne? Nein, sag wieder mal, die Schwerter. Oh. Das ist aber auch assi. Okay, ich sehe den ersten Refighter auf uns zukommen. Das ist in der Tat möglich. Aber du hast nicht gespeichert. Doch, hat er. Ich meine, ich hätte gespeichert. Ich wollte nur Angst machen. Ja. Aber du bist nicht zu 1000% sicher jetzt. Oh nein! Was mache ich jetzt? Okay, aber nee, bislang, wir können das trotzdem noch schaffen. Wir können nämlich auch mit Karten auf dem Feld direkt fusionieren. Wir haben noch ein paar Materialien, sodass wir den großen direkt machen können. Ich hoffe nur, dass sie nicht allzu viele Monster spielt. Die müssen nämlich alle noch weg und wir haben nur noch 6 Karten im Deck aktuell. Da muss man noch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Boah, die hat noch 25 im Deck. Ja. Ey, das kann alles Mögliche sein. Komm schon. Na gut, sie wusste das natürlich, dass da was Schwaches liegt. Deswegen greift sie auch an. Okay, jetzt sind wir aber wieder am Zug. So, Fräulein. Was ist das Schwächste der Zeit? Oh nee, die sind alle gut dabei. Kurz überlegen. Nee, wir machen das so. Nehmen den zuerst weg. Dann gehen wir da rein. Und jetzt haben wir noch die... die muss auf jeden Fall weg. Gehen wir mit dem da rein. Wie gesagt, das ist immer noch abnehmend von der Stärke her. Deswegen dürfte das Monster nicht allzu stark sein. Ist ja gar nichts. Super. So, okay, wir haben die Kontrolle des Duells zurückerobert. Nach 2 Schwertern. Junge, Junge. Und das Gute ist, guck noch mal kurz aufs Feld. Das sieht gut aus. Ja. Mit Ach und Krach haben wir es noch geschafft. Nice. Super. Jetzt volle Pulle. Zack. So, und das Gute ist, die Gute kann mir auch ein paar gute Karten droppen, wenn sie lustig ist. Schauen wir mal. Ja, nur ein D-Rank dadurch natürlich. Wir haben nichts bekommen. Das ist dann immer besonders frustrierend. Dann dauert der Kampf schon so lange und wir kriegen nicht mal die Karten, die wir tatsächlich brauchen. So, speichern nicht vergessen. Jetzt kommt nämlich der Finalkampf. Wir spielen jetzt gegen Kaiba. Wird das einen weißen, blauäugigen, Weißdrachen spielen? Ja, seinen blauäugigen, weißen Drachen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. So, normalerweise, die Gegnerin vorhin gibt eigentlich sehr viele Drachen und wir bekommen keinen. Ist auch super. Was freue ich mich. Dafür bekommst du gleich Kaibas Drachen. Ja. Wenn er den fallen lässt. Das ist interessant. Okay, wir machen erstmal den Dschungelkönig-Drachen. Und dann machen wir ihn nochmal. Ist da Cordalis? So, jetzt schauen wir mal. Wahrscheinlichkeit besteht, dass er... Okay, er tut's nicht. Er hat keinen Blauäugigen gespielt. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich relativ hoch dafür, dass er's macht.
Weil wir werden ihn jetzt erstmal nicht zu Gesicht bekommen. So, da haben wir unseren großen. Gut, das ist nicht schlimm. Die 50 nehmen wir. Übrigens auch bester Track im ganzen Spiel. Warum werden die Karten beim Gegner immer so schräg gelegt? Das frage ich mich ja schon seit einer Stunde. Das ist im Verteidigungsmodus. Das ist die Verteidigungsposition. Ja, wir haben hier einmal die Angriffsposition, dass der halt so liegt, okay, dass wir dann angreifen können. Oder in Verteidigung, dass wir dann einfach uns vor dem Gegner dann schützen. Der Vorteil durch die Verteidigungsposition ist einfach, dass wir, falls unser Monster durch Angriff zerstört wird, dass wir keinen Schaden an Lebenspunkten bekommen. Mhm. So, ich habe jetzt übrigens, das ist auch ein schönes Gimmick, nämlich Spielfeldzauberkarten. Ich habe jetzt Umi gespielt. Das Feld ist jetzt also komplett mit Wasser befüllt und das verstärkt jetzt alle auf dem Feld befindlichen Monster. Die Wasser, ne? Elemente. Und Wasser und Donner, ja, weil unser Donnerdrache zählt hier als Typ Donner. Der ist dann jetzt bei 3300. Oha. Das ist dann deutlich stärker. Ich guck mal, das sollte funktionieren. Gute Papageiendrache. Reicht das schon? Ja, ne? Das reicht schon. Seto Kaiba, Seto Kaiba, so ein Lauch. Big Disappointment. Wir haben echt ein bisschen Glück, dass er kein Blue Eyes gespielt hat. Und ein B-Rang, der ist auch sehr wichtig. Der kann uns gute Sachen geben. Da schwitzt er. Ja. Kriegen wir seinen Zepter. Und hier, man sieht auch hier, dass das angelehnt ist an den Manga, weil er den Millennium-Stab hat und nicht diese Antagonisten wie aus dem Anime, was dann nach Pegasus dann kam. Okay, wir haben jetzt alle Gegenstände eingesammelt. Jetzt erstrahlt ein helles Licht. Und dann sehen wir den guten Simon Muran wieder, unser Berater. Er sagt, wir haben es geschafft. Da ist die Tür. Jetzt mach, dass du wegkommst. Get out! Und wir spielen wieder den Prinzen. So, wir kehren zurück zu Ägypten. Ins nun zerstörte Reich. Und gehen zuerst ins King's Valley. Dann werden wir nochmal einen, naja, ich sag mal fast alten Bekannten treffen. Das ist Shadi mit Bart. Ah, totally not Charlie. Hast du jetzt, also verfügst du weiter über dein Deck, was du bisher aufgebaut hast? Ja. Genau. Es sind immer noch die exakt selben Karten. Okay, wir haben jetzt mit dem Typen gesprochen, einfach nur ein bisschen Dialog, dem gesagt, hey, wir sind wieder da, Zeit hier ein bisschen aufzuräumen und den werden wir jetzt verdreschen. So, was haben wir denn gekriegt? Eine antike Sonnenbrille hat er auf. Die hat er, ja. Überlegungsphase. Und. Nee, das ist nur der dabei, okay. Nur einen davon raus, das passt. Gut, haben wir nochmal drei Drachen mehr. Gut, was jetzt noch ganz wichtig ist, wir haben noch keine vernünftige Ausrüstungszauberkarte. Bei ihm haben wir per se die größte Chance, eine zu bekommen. Oh, stimmt. Das ist jetzt eine lustige Fusion, die ich auch zeigen kann. Jetzt aber direkt wieder weg ist. Man kann auch Zauberkarten miteinander fusionieren. Wir machen jetzt da schwarzes Loch mit Umi. Das macht dann die sogenannte Eternal Draught. Mhm. Ist für uns nicht relevant, denn die Karte zerstört alle Fischmonster auf dem Spielfeld und wir werden keine Fischmonster mehr sehen im Spiel. Aber es geht. Du hast man es kann gezeigt. Ganz genau. Hauptsache es geht. So, wir gucken mal, dass wir den jetzt noch gut wegbekommen. Alles klar, das sieht gut aus. Auch hier baue ich jetzt wieder auf den etwas niedrigeren Rang, damit ich halt diese Chance auf Dark Energy habe. 3%, dass ich die Karte bekomme. Die brauchen wir auch. Gut, ich schmeiß die Biester erstmal weg. Und hier können wir Feuervogel, ganz klar. Die Crimson Sunbird entsteht daraus. Also die meiste Zeit, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, beschäftigt man sich einfach mit den Fusionen. Man guckt, was geht, man guckt, was nicht geht. Mhm. Und experimentiert einfach ein bisschen rum. Und sich diese Fusion zu merken, weil es halt auch ziemlich viele gibt, muss man das erstmal filtern, erstmal ein bisschen verarbeiten. Und ja, es kann schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber wenn man es einmal drin hat, dann ist das gar nicht mehr das Problem. Und dann kann man ganz locker flockig spielen.
Ja, und du musst diese Fusion auch einmal gemacht haben. Es gibt nicht so einen Modus, hier kannst du mir schon mal zeigen, was ergeben eigentlich die beiden Karten. Nee, dafür ist das Spiel zu alt. Das sagt, hier, hasse, mach mal. Wie das unschön, wir haben die nicht bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, nach einer Ausrüstung zu farmen. Aber soweit nicht schlimm. Hier haben wir eine Karte, die ist dann für gleich wichtig, wenn wir hier weitermachen. So, gehen wir hier lang nochmal für Story Progression. Hey Joey, alles klar? Was macht der denn hier? Ja, es gibt ja auch die alten, die Ägypter-Version von Joey und Thea. Hier heißen die Jono und Theana. Okay, typisch, aber wie man im Prinzip Ägypten damals mit der Frisur rumgelaufen ist. Ganz genau. Kennt man nicht anders. Und ja, hat auch exakt gleiche Charaktere, nur älter. Copypasta. Muss man nicht die Sprecher recasten für den Anime. Ist doch. Okay, wir gehen nochmal zu dem Typen zurück. Wir brauchen diese Dark Energy. Hat uns auch sonst nichts gegeben. So, wir brauchen deswegen diese Dark Energy, weil wir jetzt so die zweite Farming-Phase dieses Spiels betreten, in der wir gleich richtig, richtig gute Karten farmen werden. Die wichtigste Karte, die wir für diesen Run gleich brauchen, ist die sogenannte Megamorph. Das ist eine Ausrüstungszauberkarte, die auf jedem Monster funktioniert und uns 1000 Angriff und Verteidigung gibt. Hm. Und so viel Angriffskraft, die brauchen wir dann auch später. So, nochmal ein bisschen fusionieren für einen guten Rang. Um aber diesen Megamorph zu bekommen, müssen wir gewisse Vorkehrungen treffen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Rang, den wir jedes Mal nach einem Duell bekommen. Den Rang, den wir gleich erreichen wollen, ist ein sogenannter A-Tech. Und um diesen Rang zu erreichen, müssen wir sehr viel fusionieren, wir müssen sehr viele Monster angreifen, müssen die im Kampf zerstören, müssen eine Zauberkarte aktivieren, eine Ausrüstung aktivieren, wir müssen eine Falle aktivieren und das alles in einem Duell. Ja, in der Hoffnung einfach, dass wir diesen Rang erreichen und dann die Karten dann bekommen. Aber dafür brauchen wir erstmal die Ausrüstung, deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir genau das kriegen, was wir brauchen. Die hat eine 3% Chance, sagtest du? 3%. Hey, 3% jetzt hier, ja. Okay. Nicht so viel? Nee. Der Wetterreport. Ey. Den gehen doch offensichtlich jetzt schon die Namen aus, in den 90ern. War das ein Schneemann, der geschwitzt hat und Ein Sonnenschirm. Da war eine kleine Pupswolke dabei, ja. Ja, ich wollte es nicht speziell ansprechen, aber. Okay. Auch nicht dabei. Wieder nicht dabei. Also, das passiert leider mal. Wir hoffen trotzdem aufs Beste. Die Duelle gehen ja relativ schnell. Also, ich glaube, mit einer Minute, fast zwei. Passt das schon. Ich drücke einfach ganz schnell Knöpfe, okay? Dann kriegen wir das hin. So. Ja. Den machen und dann schmeißen den weg. Ja, alles Fusion. Drache mit Donner macht Donnerdrache. Donnerdrache mit Donner oder Drache macht doppelköpfiger Donnerdrache. Sag das dreimal schnell hintereinander. Okay. So. Gut, was spielt da? Ja, da kann nichts Großes kommen, wie wir Jena relativ easy durch. Und dann hoffen wir nochmal, dass alles gut klappt. Dass wir diese Karte jetzt bekommen. Damit wir mit der eigentlichen Phase starten können. Und dieses Spiel. Warte, guck erstmal. Nicht bekommen? Nein. Sieht nicht so aus. Ah, Spiel gönnt heute nicht. dieses Spiel ist am schnellsten zu Speedrun mit diesem Drachendeck. Ja, also du willst schon sehr auf dieses, gerade auf diese Drachen bauen, weil die
weil die sehr einfach zu machen sind und weil die auch sehr geläufig sind, ja. Okay. Große Drachen kannst du ja auch mit anderen, und die habe ich übrigens gut gemacht, kannst du auch mit anderen Kartentypen, wie zum Beispiel Pflanze, Wasser, Stein, kannst du dann machen, sodass du halt so schon große Monster bekommst, aber mit Donner kannst du dann einfach diesen großen machen und der ist einfach gerade deswegen so gut, weil es das für uns zweitstärkste Monster ist, was wir bekommen können. Ich sag das explizit so. Normalerweise gibt es auch stärkere Monster. Das stärkste Monster, was wir hier bekommen können, ist der sogenannte Meteor-B-Drache. Er hat 3500 und wir werden mal gucken, dass wir auch den bekommen können. Auch da besteht eher eine eher geringere Chance, dass wir den unser eigen nennen dürfen. Aber wenn wir den haben, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Vorteil. Mhm. Ja. Was aber auch witzig ist, das ist nicht das stärkste Monster im ganzen Spiel. Mhm. Das stärkste Monster ist das, auch wer da den Anime kennt, dieser dreiköpfige, blauäugige Drache. Ja, wir nennen ihn auch den blauäugigen Ultradrachen. Mhm. Und der hat 4500. Der ist aber für uns deswegen nicht erhaltbar, weil Der gehört zu der Kaiba. Ja, weil es Kaiba ist, auch vor allem, ja. kennt ihr die Pocket Station? Ja. Sagt, ja, kennt ihr. Also es ist dieses, ja, fast Tamagotchi-große, so dieser fast Gameboy. Genau, die Memory Card halt mit zusammen, Bildschirm. Genau, den man zusammen mit PlayStation-Spielen verbinden kann, um das Spielerlebnis zu erweitern. Das funktioniert mit diesem Spiel auch. Und über die Pocket Station würde man zum Beispiel auch diesen blauäugigen Ultradrachen dann bekommen. Aha. Hab ich schon wieder nicht bekommen. Also nochmal. Ja, und einige Karten, wie zum Beispiel auch dieser herbeigerufene Totenkopf, ist für uns halt so in dieser Form nicht so erreichbar, sondern nur mit der Pocket Station, aber die ist hierzulande nie rausgekommen, deswegen müssen wir uns mit dem begnügen, was wir bekommen. Was aber auch entsprechend das Spiel dann so schwer macht, weil die Gegner dann die ganzen guten Monster alle haben dürfen und wir nicht. Interessant. Ja, wir müssen uns mit den anderen 10.000 Monstern beschäftigen. Yeah. Aber ich will das Monster haben. Mama. Ja. Wir dürfen mit Kuribo spielen, das ist doch gut. Hast du denn irgendeine Alternative, wenn du den Drop jetzt nicht bekommst? Oder ist es zwangsweise jetzt sozusagen? Es ist theoretisch könnte ich gucken, ob ich diesen A-Tech-Rang auf andere Weise erreichen kann. Das wäre natürlich super, super schön. Dann müsste ich nur gleich nochmal in meine Collection schauen, ob wir das Nötige dafür überhaupt da haben. Ja, noch steht er ja bereit, der Kollege. Und das mit noch nur einer Karte pro Kampf. Uiuiui. Ja. Gut, da wäre aber auch die Alternative dann ganz am Anfang des Spiels gewesen, das Starterdeck so zu resetten, dass man auch eine Ausrüstung bekommt, die funktioniert. Mm. Da gibt es 5 unterschiedliche. Und dann würde uns das diese Phase zumindest nochmal extra ersparen. Gucken einfach mal weiter. Okay, bitte Herz der Karten, so gebe mir die Dark Energy. Da, wir haben sie endlich, sie, ne? Wunderbar. Da ist sie. Da aus dem Augenwinkel habe ich es auch gesehen. Genau. Ich habe gar nicht drauf geachtet, auf was ihr. Da ist sie. Ja, da ganz unten stehen die Karten immer. Ja, ja, aber wie heißt Dark Energy? Dark Energy war es, okay. Genau, so wie das. So, Red jetzt werde ich mein Deck ein bisschen anpassen. Ja. wir brauchen ein Flying Horse. Ja, auch. Dark Energy rein, die erste Trap Hole muss rein. Haben alle Drachen soweit drin. Das passt wunderbar. So, jetzt nehmen wir ganz viele Hexer und ganz viele Aquamonster. Denn jetzt verabschieden wir uns von den ganzen anderen Fusionen. Nehmen lieber 2 hiervon raus, sonst wird es ein bisschen knapp. Ich hab 9 Stück davon. Und das passt. Nochmal kurzer Check. Alles gut. Okay. Ja. Und jetzt machen wir hauptsächlich nur noch diesen doppelköpfigen Donnerdrachen, ja? Wir machen jetzt uns auf, bei Pegasus diese Artec zu bekommen. Und das ist schon eine wirklich schlechte Starthand.
Okay, das heißt, in diesem Duell müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir müssen 15 Fusionen machen. Das zählt jetzt als 2. Dann müssen wir maximal 3 Karten im Deck übrig haben. Dann müssen wir zusätzlich über 1000 Lebenspunkte verlieren. Ich mache zuerst mal den, damit wir schon mal ein starkes Monster haben. Wir müssen sogenannte Effective Attacks machen. Was das bedeutet, ist eigentlich im Prinzip, wir greifen gegnerisches Monster an, zerstören das im Kampf und verursachen dadurch Schaden. Das müssen wir 4-mal machen. Mhm. Dann müssen wir eine Zauberkarte aktivieren, eine Ausrüstung ausrüsten und eine Falle aktivieren. Die müssen wir ihn dazu bringen. Wenn wir das alles geschafft haben, erreichen wir diesen A-Tech-Rang. Und dann haben wir diese Chance auf Megamorph und aber auch auf ein paar andere sehr gute Karten. Okay, was haben wir hier? Machen hier die Fusion. So, dann haben wir diesen Donnergott und den schmeißen wir weg. Ich lege den jetzt im Angriff, damit der mich gleich angreifen kann und mir Schaden verursachen kann, weil ich unter 7000 Lebenspunkte sein muss. Auch Dinge, die einem das Spiel selber so gar nicht wirklich mitteilt. Man muss das immer irgendwie herausfinden. So, da ist unsere Falle, das ist sehr gut. Ist leider auch schon sehr häufig vorgekommen, dass diese Fallenkarte sehr weit unten im Deck war und es dann zu spät war, dass der Gegner sie aktivieren konnte. Ja. Gut, jetzt machen wir hier noch eine Fusion. Drache mit Wasser macht diesen Spike Seedra. Nochmal Wasser kriegen wir Kairo Shin. Mit dem Donner zusammen den Doppelköpfigen und dann schmeißen wir weg. Jo, der sah cool aus. Der Muskelhai, ey. Ja. Ach ja. Erst besiegt er dich im Arm drücken und dann isst er dich auf. So, er hat jetzt die Falle aktiviert. Wunderbar, die Bedingung ist erfüllt. Können wir weiterspielen. So, da ist auch unsere... Andersrum. Das ist ein schwaches Monster hinten haben. Dark Energy, die rüsten wir jetzt aus. Erstmal natürlich die Fusion. So. Dann zack, wir machen stärker und wups. Okay. Gut. Ah. Ja, haben wir ein bisschen Zeit, können wir Donations lesen. Ja. Das wäre jetzt momentan so der Zeitpunkt. Warst du schon mal mit diesem Run auch bei irgendeinem Marathon, wo wir jetzt schon mal von Donations reden? Ich hätte es vor, also... Oh Gott, was habe ich da gemacht? Das war nicht richtig. Ich hätte es definitiv vor, also wenn sich die Gelegenheit bietet, gerne. Wir hatten ja nochmal eingeblendet, du bist ja auch auf Twitch unterwegs. Ist das, was du regelmäßig gerade im Moment streamst? Ja. Also mindestens 2-mal die Woche kommt das schon vor. Mhm. So wie es zeitlich halt einem auch passt. Kennen denn deine Zuschauer sozusagen schon, wissen die aus dem FF, okay, jetzt kommt der Part und so muss man das machen. Vorstellen, so ziemlich, dass da auch wirklich große Experten dabei sind, die auch aus dem Augenwinkel sofort sehen können, falls du irgendwas daneben klickst. Ab und zu kommen da tatsächlich welche vorbei und zeigen dann mit dem Finger dann auf mich, was ich dann alles für Fehler gemacht habe, ja. Du denkst, ja, du bist ein, normal. Du denkst, du bist ein Yu-Gi-Oh! Speedrunner, aha. Das kenne ich irgendwoher, wenn ich Speedruns trainiere, dann kommen auch die guten Speedrunner und sagen, was machst du denn da? Aber die helfen meistens. Die helfen. Gut. Ja, ja. Ja, gut, ja. Ich meine nicht die Runner, sondern ich meine einfach nur die Zuschauer, die andere Runner gesehen haben. Ja, das sind die Besten. Ja, die wissen sowieso immer alles, das ist richtig. Super hilfreich, man muss nie wieder in den Guide reinschauen, weil die wissen ja alles. Kannst du einfach direkt sagen. Bikuri-Box. Vor allem, wenn du Dark Souls spielst. Oh ja. Jeder weiß es besser als du. Immer. Gibt's denn schon das Dark Souls? Das ging sogar so schon bei Elden Ring. Du hast am ersten Tag gespielt, sofort. Jeder wusste alles besser. Ja, natürlich. Netzwerktest schon so auseinander klamöselt. Auch direkt schon reverse-engineert. Man weiß alles. Ja. Es kommt davon, wenn dann eben Leute schon eine Woche vorher spielen konnten und die anderen Leute sich diese Videos angeschaut haben.
Aber danke, deswegen, danke für die Tipps. Deswegen spielt man es doch, damit man anderen sagen kann, ich bin besser als du. Ja. Kurz überlegen, was habe ich? Habe ich irgendwas so ein Dark Souls-Kartenspiel könnte man aber auch noch machen. Ich meine, wenn schon jetzt Hearthstone plus das Witcher-Kartenspiel ja auch in Gwent. Du könntest aus Dark Souls generell, also kannst du so viel noch machen. Das ist Pachinko. Immer noch nicht. Ja, ja. Haben noch nicht genug Geld damit gemacht, finde ich. So, ich mache jetzt eben Schaden. Wir kommen jetzt gleich in den letzten Zug. Dann haben wir es fast geschafft. Mein Artoria ist im Angriffsmodus. Zauberkarte, praise the sun. Ja, genau. Ist Supportkarte, ne? Der blendet alle Gegner für 2 Runden mit der Sonne. Ja, ist gut. So, hier ist unsere Zauberkarte. Wir machen jetzt alles nass. Umi. Bonfire setzt alles unter Brand. Oder resettet dann die Gegner. Pitch das doch mal, FromSoft. Ja, ja. Die werden auf jeden Fall, haben sie auf diese Idee gewartet. Mhm. Also, das Feld ist unter Wasser. So, wir sind gespannt. Hast du alles richtig gemacht? Artek ist geglückt und wir bekommen. Okay, das waren schon. Sehr schön. Da waren 3 gute Karten dabei, die wir für das Endgame dann brauchen. Dann haben wir zu einem. Die sogenannte Dragon Capture Jar, denn ganz am Ende des Spiels werden sehr viele große, starke Drachenmonster spielen und die Karte zerstört alle Drachenmonster des Gegners. Hm. Sehr okay. Gutes Removal. Aber deine und nicht, das hier ist... Bitte? Aber deine nicht, ja? Nein, nur die des Gegners. Sehr gut. Und das hier ist die beste Falle im Spiel. Wenn der Gegner angreift, wird er automatisch zerstört. Na. Ja. So, dann tun wir die direkt rein. Eins davon raus. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Dasselbe Lied nochmal. Los geht's. Da brauchst du aber alle 5 um die Band, also alle 5 Karten, um die Band dann zu erstellen. Ja, dann sitzen wir hier noch einen Augenblick, so ein Mist. So, auf jeden Fall eine Widespread, 2 Dragon Capture Jars. Nur noch gucken, er kann auch andere gute Ausrüstungskarten geben. Die wollen wir bekommen. Aber vor allem wollen wir auch vernünftige Karten hier allgemein bekommen und die kriegen wir jetzt gerade nicht. Crow Goblin, aber das ist so. Nicht okay. Okay. Das ist tricky. Das kann sein, dass wir das Duell vielleicht nochmal neu starten müssen, weil wir jetzt gerade nicht die stärksten Monster bekommen. Mhm. Und sobald der Gegner merkt, aha, ich bin ja hier gerade im Vorteil, jetzt kann ich auch selber fusionieren. Hm. Alles ganz komisch mit der KI. So, bitte zieh mir was Gutes und... Okay, ich schätze, da bleibt mir leider nichts anderes übrig. Los, Angriff, du schaffst es! Nein, so ein Mist! Nee, wir starten den Kampf nochmal neu und dann haben wir hoffentlich eine bessere Starthand. Du kannst nicht einfach so neu starten, du musst verlieren. Ich muss tatsächlich verlieren, ja. Okay. Geht leider nicht anders. Und da liegt eine Falle, wahrscheinlich irgendwas Doofes, okay. Kann einmal, das ist die Fake Trap. Die Fake Trap kann einmal einen Angriff stoppen. Mhm. So, die Frage ist, reicht das schon? Ach nee, er kriegt zu wenig Schaden. Muss ich wahrscheinlich noch einen Zug nehmen? Ja, einen Zug noch. Okay. Da ist unser erstes You Lose. Oh no. Aber im Free-Duell können wir ganz normal verlieren, das ist kein Problem. Hauptsache, in der Kampagne passiert uns das nicht. Mhm. Und dann schmeißt er uns direkt wieder raus. Ja, das ist... Ich will gern sagen, dass das besser ist. Probieren es mal so. Du hattest halt gerade nur Pech, weil er am Anfang direkt ein starkes Monster gezogen hatte, oder? Ja, und weil ich selber halt nichts Gutes nachgezogen habe. Das ist das Problem. Was war das? Ah, okay. Dann aktiviere ich Umi sofort. Haben wir schon mal ein bisschen Boost bekommen. Kommen wir bei 2600 und da fahren wir eigentlich eine ganz gute Schiene mit.
ganz grazil kommt der Gregor zurück, der sich gerade übergeben hat. Ja, genau. Es war Zeit für mein 14 Uhr übergeben, jeden Tag. Mhm. Wie bleibt man denn sonst so schlank, ne? Zwinker, zwinker. Okay. Apropos Wasser, trink nicht vergessen. Mhm. Stay hydrated. Yes. Wir machen Diffusion. Ja, dann haben wir nämlich gute Chance, dass er uns gleich angreift. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil, wenn man Umi beim Farmen direkt spielt. Wir müssen ihn ja gerade dazu zwingen, uns anzugreifen und dabei gut Schaden zuzufügen. Und wenn unsere Monster plötzlich stärker sind als sonst, kann der uns nicht direkt von Anfang an genug Schaden machen. Hm. Ach, du musst jetzt auch wieder Schaden fressen, oder wie? Muss jetzt nochmal unter die 7000 Lebenspunkte kommen. Ah, okay. So, hier ist die Falle, die können wir direkt legen. Das ist der erste Effective Attack. Und weiter geht's. Hoppala. Was ist eigentlich deine PB hier bei diesem Meine Land? Aktuelle PB ist 1 Stunde 36. Oh. Muss die RNG ja, aber sehr knapp. Gut geklappt haben, ne? Das war, ja, das war extrem gut. Also man baut gerade bei PB-Attempts darauf, dass man direkt ein gutes Starterdeck hat. Mhm. Da kann es schon mal vorkommen, dass man 1 bis 2 Stunden das Deck resettet, solange bis man dann auch was Gutes hat. Okay. Und dann trotzdem dann direkt gegen so jemanden wie Keith verliert, ist alles schon vorgekommen. gerade was PBs angeht und gerade was gute PBs angeht, da spielt das Glück eine sehr, sehr starke Rolle. Mhm. Wirst du denn was für den Run hier allgemein gerade der Weltrekord oder so ist? Der Weltrekord für 15 Card ist 1 Stunde 14. Muss man schon ordentlich. Haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Haben wir knapp nicht mehr geschafft. Aber vielleicht kommt es ja noch. Wird ein bisschen schwierig. Platz 2. Ja, aber das ist ja schon ein derber Unterschied, ne, eigentlich. Also zu dem, was du gleich erreichen wirst. Sehr stark, ja. Hammer. Das liegt aber unter anderem auch daran, weil ich jetzt gerade ein bisschen safer spiele. Es liegt einfach daran, weil die Gegner, die wir am Ende des Tages haben, das sind ja die sogenannten Final Six. Die sind immens schwer. Final Six heißen die deswegen, nicht nur, weil es 6 Leute sind, sondern weil wir die alle in Folge besiegen müssen und die dürfen zwischendurch nicht speichern. Oh, krass. Das ist das Schwierige daran, exakt. Deswegen setzen wir alles daran, dass wir jetzt die guten Karten bekommen, damit das Finale nicht allzu schwierig für uns ist. Du kriegst aber bei diesen Final Six, ist es nicht so, oh, dann muss ich auf einmal, darf ich zwischendurch mein Kartendeck nicht nochmal zwischen den Kämpfen irgendwie auswählen oder ich muss mit den Lebenspunkten weitermachen, sondern du kriegst trotzdem noch die Chance, nach jedem Kampf zumindest deine Settings zu machen. Ja, ja, das stimmt. Ja, also Lebenspunkte werden dann ganz normal generiert, alles kein Problem. Muss ich eben kurz überlegen. Meine Falle hatte ich schon aktiviert. Ja, die hatte ich. Dann spielen wir das so. Der zeigt jetzt an, aber nichts passiert. Okay. 4 effektive Angriffe sind drin. Wir haben jetzt 8 Karten noch im Deck. Ja, das reicht noch für ein bisschen für Fusion. 2 Züge brauchen wir und dann haben wir es geschafft. Wenn mich nicht alles täuscht. Er ist ja Tetsuo. Mhm. Ein bisschen. Und mit seinem Kaneda-Angriff. Ja. Fusioniert mit einer Schnecke. Und wird ein Donnergott. Hätte normalerweise nicht mit dem Reaktor fusioniert. So. Können wir hier noch was machen? Aber ich glaube, wir können hier auch schon zumachen. Wir machen jetzt den. Ja, doch, das sollte auch, glaube ich, zugmäßig passen. Ja, wir sind gut dabei. Beenden wir jetzt hier das Duell. Wir schauen, was unser Preis ist.
Okay, immer noch nicht die Karte, die wir eigentlich brauchen. Aber wir haben eine Ausrüstung noch zusätzlich bekommen. Und das ist die Bright Castle. Ja? Normalerweise ist das bei Ausrüstungszauberkarten so, dass sie nur auf bestimmte Typen funktionieren. Bright Castle ist hier eine Ausnahme, weil die auf jedes Monster funktioniert. Hm. Und uns dann diese 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte gibt. Wir müssen leider Gottes nochmal rein. Es tut mir leid. Auf welche Karte bist du jetzt gerade scharf? Ich schaue noch nach dem Megamorph. Das ist praktisch dieses Bright Castle in gut. Mhm. Sehr gut. Aber was trage ich ein, dass wir jetzt zwei Ausrüstungen haben? Das mit dem Energieverlieren machst du, damit du dann den entsprechenden Rang dann holst, wo die Chance dafür größer ist. Richtig. Sollten wir jetzt so zeitlich nicht an diese Karte kommen, dann gibt es noch eine Backup-Strat, dass wir gucken, dass wir dieses große, starke Monster bekommen. Diesen Meteor-B-Drachen. Auch der kann schon einiges reißen. Hauptsache, wir kriegen die Karte. Das ist das Wichtigste. Okay, aber jetzt erstmal. Und die Karte droppt auch hier von dem Boss? Von dem nicht, nein. Da müssen wir zu jemand anders hingehen. Okay. Er kommt aber gleich noch. Wir machen das so. Gut genug Schaden hatte ich bekommen. Die Ausrüstung ist aktiviert. Das ist auch wunderbar. Liegen habe, aber das sieht gut aus. Dann machen wir so, so, so und so. Den gab's doch auch im Anime, oder nicht? Diesen Zombie-Drachen, diesen zweiköpfigen Drachen da, oder? Ich meine, den gab es einmal ganz kurz in diesem Battle City Teil. Da wurde er einmal beschworen und dann hat man den, glaube ich, nie wieder gesehen. Okay. Schade. Ich meine, ich habe den auch schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht irre ich mich auch. Ich sagen den meisten, wenn ich hätte immer gedacht, so One-Offs gibt es ein bisschen seltener. Einfach, weil die müssen die Mühe machen, dass man die Animationsphasen zeichnen, können sie einfach wiederholen beim nächsten Mal, wenn die Karte gespielt wird. Ja, ja. Der Weihnachtsmann. Der Gute. Oh, Toon Alligator, das ist nicht so gut. Einfach mal eine Axt in der Hand. Der nächste Horrorfilm. Ja, der Zeichentrick-Alligator mit der Axt. So Quietschgeräusche, während er dich zerhäckselt. zwei muss ich noch machen, okay. Die Falle ist aktiviert, Ausrüstung ist drin, dann brauche ich jetzt noch mein Umi und dann haben wir es auch schon wieder fast geschafft. Okay, und dann bitte ich das Spiel inständig, das zu geben, was ich benötige und er greift nicht an. Ganz wichtig ist, dass wir vor allem jedes Monster, das er hat, zerstört. Würde ich den jetzt zum Beispiel liegen lassen, besteht sogar eine Chance, dass Pegasus mit einer ganz, ganz bösen Zauberkarte kommt. Nennt sich Raigeki und die zerstört alle Monster des Gegners. In diesem Fall wir. Also alle unsere Monster auf dem Spielfeld. Wollen wir nicht. Mhm. Und das wollen wir auch nicht. Okay, einmal musst du mich noch angreifen, bitte. Bitte spielen Sie ein gutes Monster. Ja, kann man machen, ja. Dann mache ich jetzt zack, 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 zack. Okay. Oh,
Raus mit dem. Wir greifen an. Der Schaden ist angerichtet. 4 Angriffe sind drin. Einmal noch Umi aktivieren, dann ist die Bedingung auch erfüllt. Wunderbar. Und jetzt noch zuletzt. Nochmal angreifen, bitte. Danke. Alright. Jetzt bekommst du es. Pass auf. Wir haben einen gekriegt. Ich hab's gesehen. Ja, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ist die Farmphase jetzt durch? Normalerweise würde ich eher so auf 2 Megamorph plädieren. Einfach nur, dass wir da eine bessere Rückhand haben, wenn wir jetzt hier weitergehen. Und mit einem sollte es erstmal reichen. Eventuell mache ich vielleicht, je nachdem, wie es mit der Zeit aussieht, mache ich eine A-Tech noch zusätzlich, aber das sollte jetzt nun wirklich reichen. Man kann das Spiel auch mit deutlich weniger schaffen. Also der aktuelle PB hat, ich glaube, auch nur so 2 kleine Ausrüstungen bekommen und die haben dann ausgereicht, um das Spiel zu besiegen. Aber dafür muss man auch ein bisschen Glück haben. Vielleicht haben wir das ja. So, hier ist noch ein bisschen Plot. Immer noch im antiken Ägypten. Ja, und da gehen wir auch nicht mehr raus. Wir bleiben jetzt die ganze Zeit hier. Ah. Wir retten jetzt Ägypten. So, damit haben wir jetzt die Schreine eröffnet. Es gibt 5 Schreine. Für jeden Feldzauber gibt es einen. Die müssen wir jetzt alle besiegen, damit wir die... Die Millenniumsgegenstände wiederbekommen, ja, weil die die gerade im Besitz haben hier in dieser Ära. Umi kann raus, Umi brauchen wir nicht. Haben wir irgendwas an Drachen? Ja. Irgendwas, was mir noch fehlt. Die Falle kann raus, dann kann ich einen davon wieder reinmachen und einen davon. So, warum ich speziell jetzt Hexer und Wassermonster reingenommen habe, ist, weil wir können diesen doppelköpfigen Donnerdrachen machen, ohne ein Donnermonster zu besitzen. Und das geht mit Hexern und Aquamonstern. Hier ist das Feld von Haus aus schon auf Wasser. Richtig. Interessant. Das ist eine Fusion, die ich noch nie gesehen habe. So, aber durch diese Falle ist das Monster jetzt weg. Weggefurzt. Okay, wir haben gut nachgezogen. Das ist sehr schön. Und jetzt den alten Mann, vom alten Mann zum Donnergott, von Donnergott zu was auch immer das ist. So, und Angriff. Ja, anständig. Ja. Ja. So, jeder dieser Schreine hat erstmal hier so einen Vorbote, sogenannten Low Mage. Oh, der ist sehr, sehr schön, den sehe ich sehr gerne. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Erst ein Vorbote und dann einen Obermods, der dann noch ein kleines bisschen stärker ist. Und die fangen dann auch jeweils bei ihren Feldern dann an. Also ist der Gegner, den wir jetzt gleich begegnen, auch noch einer, der auf diesem Wasserfeld dann anfängt. So, im nächsten Zug haben wir den durch. Zack. Okay, der erste ist drin. Oh, wunderbar. Wir haben sogar noch ein Donnermonster dazu bekommen. Die sind jetzt sehr, sehr gerne gesehen. Oh, was ich vergessen habe. Wir müssen gleich noch einkaufen gehen. Kaufen uns gleich noch ein zusätzliches Donnermonster. Donner man kann einkaufen. Brauchen wir. Ja. Im Monster Us. Ja. Braucht er noch was von der Tanke? Ja, das passt. Du hast nicht gespeichert vor dem Kampf? Ich glaube nicht, aber das ist okay, denn das hier ist der einfachste Schrein, den man hier machen kann. Von daher bin ich da guter Dinge. Gut. Und sobald wir den Doppelköpfigen haben, kann er uns eh nichts anhaben. Der ist da nicht so stark. Gerade auch, weil wir von diesem Feld profitieren. So. Knapp.
Kann sein, dass sein nächstes Monster aber unseren Donnergott dem Boden gleich macht. Ja, das passiert leider. 3000 ist zu viel. Suijin. Oder so. Ja, genau. Erinnert ihr euch noch an den Torwächter? Das ist der Kollege vom Schlüsselmeister. Fast. Denn der Torwächter ist hier ein Monster, das sich aus so drei Teilen zusammensetzt. So ein bisschen wie bei den Power Rangers. Und dieser Suijin ist ein Teil davon. Ja, okay. Okay. Das ist schwierig. Bei mehrteiligen Sachen denke ich immer an Exodia dann sofort. Ne? Und ja, das überschattet alles. Logisch. Das war dieser große Golem da, oder? Ja, wo du dann den großen Arm und den Körper und den Kopf und alles. Ja. Kannst eine ganze Staffel mitfüllen. Und vor allem sehr viele random Decks kaufen, bis du mal alle Teile hast, zum Zusammenlegen. Das ist das Wichtigste. Mhm. So, dann schauen wir mal. Aber ja, der Zug ist durch, alles klar. Dann haben wir den ersten fertig. So, Angriff. Reicht das mit dem schon? Nein, natürlich nicht. Alles klar. Schriftrolle, Angriff. Du hast gegen eine Schriftrolle verloren. Leute. So. Gucken wir auch gleich mal, was der für Drops hat. Der kann uns noch ein gutes Donnermonster geben. Wenn das Spiel denn heute auch noch Lust hat. Und jetzt gehen wir erstmal speichern. Einfach da einen Karten laden, ey. Mit Decks hinten. So, einmal Passwort eingeben. Jetzt haben wir nämlich, oh, wir haben ein paar Sternchips. Dann kaufe ich zuerst den. Ja, du kennst jetzt die Nummer auswendig, die du kaufen möchtest, ja? Ja, genau, ich kenne ich auswendig. Und die gucke ich jetzt auch nicht gerade auf dem Notepad. Ja. Eigentlich sollte ich die schon auswendig kennen, aber ist ein bisschen schwierig. Also mehrere Zahlen ist gut, auswendig. Muss man. Meinst du, du kennst sie im Vorhinein, also damit du weißt, okay, diese Karte ist mit der Nummer, die korrespondiert, ne? Bevor ja, du dann durch 10.000 Karten gucken musst, in Anführungsstrichen. Ganz genau das. Okay, wir schauen jetzt hier. Wir kriegen noch ein paar Donnermonster rein und dann sieht das schon wieder noch besser aus. So. Ich gerade so ein bisschen daran zurückzuerinnern, so ein bisschen her, wo ich in Japan gewesen bin, aber da gab es auch sehr viele Kartenläden sozusagen in den ganzen Nerd-Bereichen. Mhm. Also sehr viel natürlich Pokémon, das dann vorherrschend war. Aber die müssen da auch Yu-Gi-Oh! Und natürlich auch Magic gehabt haben. Aber es war immer so recht rappelvoll da. So alles schön ausgestellt, Regale voll mit zack, 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 zack. So, wir kommen jetzt zu dem zweiten. Da hat mir natürlich nichts gegeben. Nicht schlimm, passiert. Wir machen zwei raus und legen jetzt Umi rein. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Alternativ könnte man jetzt auch Pflanzen hier reinpacken, damit wir den Dschungeldrachen machen können, weil der von diesem, von dem Gebirge auch zusätzlich profitiert. Mhm. Hier schmeißen wir die Karten weg. Wenn du jetzt hier Umi machen würdest, würde es aber schon was bringen, oder? Oder gar nicht? Das würde schon bringen. Also zum einen werden natürlich meine Monster dadurch verstärkt, zum anderen werden die Monster des Gegners hier im Regelfall spielt, zum Beispiel das hier, das würde dann seinen Boost dann verlieren und auf 2100 runtergehen. So, aber das ist wunderbar und wir kriegen auch noch Megamorph dazu. Das heißt, wir machen diesen Kerl jetzt richtig schön groß. Ganze 4300. Yo, boah. Ja, da kann ja der Gegner gar nichts hingegenwerfen, oder? Nee, da kann er nichts machen. Nee, was ziehen wir nach? Wobei, hier macht es jetzt tatsächlich Sinn, Umi zu spielen. So. Alles klar, hier können wir wieder ein ohne Donner machen. Und dann hier dieser Donnergott und die zusammen machen wieder unser Goldstück.
Der Dicke greift natürlich direkt an. Besser ist es. Gut, hier brauchen wir kein großartiges Monster mehr spielen. Tun den Weihnachtsmann hier hin. Gibt uns ein paar Geschenke und dann geht's weiter. Mhm. Sehr schön. Jetzt mal nicht auf die Drops. Hier hätten wir tatsächlich eine sehr, wenn auch sehr geringe Chance gehabt, einen Meteor-B-Drachen zu bekommen, aber wir reden hier von ja, unter 0,1%. Oha. Das ist ein bisschen zu wenig. Mhm. Das Outfit müssen die Magier da auch hier speziell anfertigen lassen. Wie kriegst du denn dann so einen Hut mit so einer großen Kugel her? Hier muss ich hier machen, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Der kann tatsächlich den sogenannten B-Skull Dragon spielen und der hat hier auf dem Feld 3700 Angriff. Das ist ein bisschen mehr als das, was wir hier jetzt gerade auf dem Feld haben. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Wir haben Glück, ein Glück. Gut, dann machen wir weiter. Und wenn in der nächsten Runde jetzt nichts Großartiges passiert, dann haben wir es wieder geschafft. Kaiser Dragon. Das ist schon sehr. Normalerweise hatte wirklich schon ein paar stärkere Monster, aber wie gesagt, da haben ein bisschen Glück gehabt, dann spielt er auch etwas Schwächeres. Okay, alles gut. Legen jetzt den noch in Angriff, dann greifen wir nochmal schön an. Das reicht, naja, ist hier bei 5000 zusammen. Ja, das ist gut gelaufen. Mhm. So, zwei der fünf haben wir jetzt durch. Das ist zwar ein S-Pow mit fünf Sternschiffs. Sollten wir uns nochmal ein Donnermonster kaufen? Werden wir wahrscheinlich noch machen. Aber so droppt er leider nichts Gutes. Okay, speichern. So, wir gehen als nächstes dann zum Desert Mage. Der hat dann das sogenannte Wasteland dann offen. Alles, was so Richtung Ödland geht und alles, was so im Bereich Stein ist. Oder Zombies, die profitieren dann hiervon. Das heißt, wir bekommen ab jetzt von vornherein keinen Boost mehr. Entsprechend. Aber wir haben Donnermonster gekriegt. Sehr schön. So, wir haben fünf Hexer und ein paar zu viele Wassermonster. Okay. Wir glaube ich bei. Ja, das sieht gut aus. Und wir haben drei Umi. Okay. Ja, machen wir es so. Was spielt ihr zuerst? Mystical Sand. Hm. Hey, gib mal einen Drachen. Nicht schön. Okay, müssen wir alles wegschmeißen. Wir können leider keinen großen Drachen machen, deswegen müssen wir jetzt einmal alles aus unserer Hand wegschmeißen. Dadurch, dass wir halt fünf Karten nachziehen, können wir einmal komplett durch unser Deck gehen und hoffen, dass alles gut läuft. So, auch ein Hinweis zu dieser Karte, die er hinten gespielt hat. Oh, jetzt kriege ich nur Drachen, aber keine Donnermonster. Sehr schön. Danke, Spiel. Wir haben ja gerade gesehen, dass er eine Karte hinten gespielt hat. Wenn man ganz genau hinschaut, sobald er diese Karte ausspielt und diese Karte sich verdunkelt, dann weiß man, das ist eine Zauberkarte. Wenn sie so hell bleibt, wir haben gerade den Unterschied gesehen. Das erste ist also eine Falle, weil die hell geblieben ist und weil die andere so dunkel ist, ist das eine Zauberkarte. Alles klar. Das ist einfach Grundwissen, dass wir dann daraus mehr nehmen können. Eine gute Information. Okay, fusioniert. Was ist das? Ein Stone D. Wird er angreifen? Nee, greift er nicht an. Können wir die Whitespread spielen? Sehr gut. Okay. Hier muss ich noch mal ein paar Karten rausschmeißen. Leider immer noch kein Donnermonster. Ich dachte, du hattest so viele auf einmal. Ja, aber dann hatte ich keine Drachen dafür. Ah. Nachdem ich die alle entsorgt habe, kamen da die Drachen, aber keine Donnermonster mehr.
Und jetzt haben wir Donnermonster, aber keine Drachen mehr. Läuft gut. Läuft. Ja, müssen wir das leider nochmal machen. Aber nicht stimmen, haben wir ja vorher gespeichert. Spielst du eigentlich auf Originalkonsole oder auf dem Emulator gerade? Ich bin jetzt hier aktuell auf dem Emulator. Auf Emulator, ja. Ach ja, wegen der Mod natürlich. Richtig, ja. Ja, man kann, wenn man es ein bisschen deichselt, dann bekommt man die Mod auch auf einer Konsole zum Laufen, aber das ist ein bisschen... Tricky, ja, ich weiß. Ja. You lose. Die. Das ist Game Over. Nicht so schlimm, wir gehen direkt wieder rein. Kampagne. Dann haben wir den Typi wieder. So, hatte ich jetzt noch? Ja, stimmt, ich hatte das Donnermonster und ein Wasser zu viel. So, okay, nächster Versuch. Glaub an die Milz der Karten. Herz, Herz. Viel besser. Wenn man 1600er Drachen, es reicht, wenn ein Drache halt 1600 hat. Sobald du dann ein Elektromonster draufklatscht, dann ist alles gut, dann kriegen wir diesen 2800er raus. Okay, GG. Und das Beste ist noch, wir haben Umi. Können wir das Feld umwandeln. Hättest du es nicht gleich so machen können? Ja. Ja, wäre schön gewesen, ne? Ja. Dann haben wir noch sogar noch einen zweiten. Und wir greifen immer schön weiter an. Jetzt gucke ich nochmal auf die restlichen Karten. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kriege ich hier einen hohen Power-Rang raus. Kann sein, dass wir dann auch ein paar gute Drachen noch bekommen. Ja, die fände ich ja ganz schön. Es reicht, wenn wir die zwei machen, dann haben wir genug Schaden auf dem Board, dass wir gewinnen. Dieses Labyrinth. Aber da kann er nichts entgegensetzen. Nur 3000. Hilflos ausgeliefert. A-Rang ist schon mal sehr gut. Wir schauen gleich mal. Jetzt kommt der Obermods und sein Design ist auch absolut fashion. Nice. Was gekriegt? Sword Arm of Dragon. Okay. Mal wieder zwei rauspacken. Gut, haben wir nochmal zwei starke Drachenmonster dabei. Was bekommen wir hier? Ja, perfekt. Gleich Uni. Ja, das ist besser. Jo. Spannende Musik. Endboss-Musik. Werden wir noch ein paar Mal hören. Gerade bei den Final Six sind die ersten zwei diejenigen, die dann auch nochmal dieses Battle-Theme dann haben. Je nachdem, wie es dann läuft, hören wir das vielleicht noch ein bisschen öfter, aber ich hoffe es nicht. Wie viel gab es beim Finale von Pokémon, die finalen? Fünf? Es gab die Top 4 und dann den Champ. Ah, Top 4, ja. Okay. Später, ich habe mich noch als ganz andere verkleidet, kann ich mich erinnern für spätere Pokémon. Ja. Keine Ahnung, was die. Du erinnerst dich ja noch nicht mal mehr an die Namen von denen, die du verkleidet warst. Ja. Horst. Mhm. Wie sehr seid ihr so mit Pokémon bewandert? Können wir in- und auswendig. Ja. Guck die letzte Speedrandale-Folge. Ja. Da haben wir. Ach ja, der Crystal Randomizer, der Key Item Randomizer. Genau, ich erinnere mich, genau. Ja. Da haben wir all unser Pokémon-Knowledge rausgehauen. Genau. Ja. Leider ist es auch in der Folge geblieben. Ja. Den hast du recht schnell dann jetzt auch erledigen können. Okay, das ist auch sehr gut, dass wir einen A-Rang drauf haben. Mit ein bisschen Chance. Und das sage ich so häufig. Wir gucken mal, dass da was Gutes rauskommt. Und erstmal speichern. So, wir werden jetzt hier einen kleinen Umweg einschlagen.
Wir haben jetzt noch zwei Schreine offen. Allerdings gibt es noch einen kleinen Subplot, in den wir jetzt hier wieder reingehen und von hier aus nach unten zu den Dueling Grounds gehen. Da kommt dann Jono und sagt, hör mal, wir haben hier ein Problem. Die haben Thea geklaut. Nein. Nani? Ja, und deswegen gehen wir jetzt nämlich hier hin. Das ist der sogenannte Labyrinth Mage. Yo. Der gute Pfeil auf dem Kopf. Wir haben zwei Electric Snake gekriegt. Okay, kein Zoa. Schade. Das waren damals die Knast-Tattoos. Ja. So, und dann machen wir den rein. Ich glaube, jetzt ist auch der gute Zeitpunkt. Also ich nämlich nicht mehr so viele Zauberer und Wassermonster haben. Und einen dritten Omi rein. Wurde der Weg nach Hause auf den Schädel tätowiert, falls du es vergisst. Wo geht's nochmal lang? Sag mir Bescheid. Ich kann's nicht sehen, ist auf meinem Kopf. Was steht auf meinem Rücken, Dude? Ich glaube, das Spiel will mir irgendwas sagen. Okay. Das ist ein bisschen riskant, direkt am Anfang mit einer Feldzauberkarte anzufangen, weil unser Feld leer ist. Und die KI ist damit jetzt im Vorteil. Im ersten Fall wird die dann direkt sagen, okay, hey, das ist ja richtig stark. Oh nein. 3-7, what? Aua! Okay, ah, aber wir können das contesten. Alles ist gut. Haben wir Glück gehabt. Megamorph, boah, bitch. Wirklich Glück, ey. 3-7 ist schon krass. Das ist schon leider schon ein ziemliches Unglück. Es kommt nicht so häufig vor, dass er diesen Gate Guardian dann spielt, diesen Torwächter. Da waren die drei Teile drauf. Aber hat sich alles noch zum Guten gewendet. Dann können wir erstmal wieder durchatmen. Ja, dieser Labyrinth Mage, oder diesen Subplot, den wir jetzt machen, ja, wir machen den deswegen, damit wir dann diese Final Six auch freischalten können. Wir können alternativ die Schreine auch weitermachen. Dann müssen wir aber die Final Seven machen. Das heißt, wir müssen dann den Typ, den wir jetzt bekämpfen, der ist dann in diesem Zyklus dann mit drin, dass wir den zusätzlich mit den Final Six dann bekämpfen müssen. Und das wäre nicht so cool. Also, und so sparst du dir dann die anderen beiden Zauberer, oder? So spare ich mir dann halt die... Nee, also die Schreine muss ich dann trotzdem danach noch weitermachen. Aber sollte ich bei den Final Six verlieren und dann zurückgeschleudert werden, muss ich halt nicht noch mal den von okay. vorne machen. Okay, ja, das ist also potenziell sparst du dann am Ende noch mal beim Refight. Potenziell, genau. Ja. So, rechts, ganz wichtig. Rechts. Links, hier bitte nicht rechts drücken, sonst müssen wir noch mal gegen den kämpfen. Labyrinth, ey. Ja. So, hier haben wir eine Sequenz, da sehen wir Jafar. Ja. Der kurz was bespricht. Japanese Jafar. Und jetzt müssen wir Priester Seto bekämpfen. Hier heißt er jetzt nicht Kaiba. Er hat es zum Priester geschafft. Ja, Seto hört sich ja auch schon fast ein bisschen ägyptisch an, ne? Würdest du das? Ja, so der Set, Set, Seto. Seto, Set. Ja. Ah, ja. Ah, kommt hin. So, wie sieht's ja aus? Okay. Ja, du bist neu. All Monsters. Ja, das könnte jetzt schwierig sein. Er hat sehr häufig 3000er Monster da in seinem Deck. Auch er kann den Gate Guardian haben, aber mal sehen, was er spielt. Das Mond ist Gate Guardian. Angriff. Das Metal Zoa, okay, alles gut. Metal Zoa können wir besiegen, wenn wir jetzt was Gutes bekommen, hätte ich gesagt. Gut, dann können wir jetzt Metal Zoa dadurch nicht besiegen, weil wir da leider ein bisschen zu schwach für sind. Wir sind in Verteidigung, dass uns da an den Lebenspunkten nichts passiert. Er legt nichts nach hinten. Pluto, okay, spielt Sanga. Ich suche nach wie vor eine Ausrüstung. Wir haben drei Ausrüstungen im Deck, bitte eine davon. Nö. Da liegt zu viel auf dem... Vielleicht habe ich Glück und er spielt was hinten. Nee, dieses Duell haben wir leider verloren. Warum greift er denn da an? Ah, sogar Gate Guardian direkt, ja. Ja, klar. Hat er eigentlich sogar perfekt weggehauen. Mhm. Ungewohnt. Flawless.
Victory. Ja, dafür kriegt ihr jetzt die besseren Karten von mir. Nee, hoffentlich bitte nicht. Ha, 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 very disappointing indeed. Very disappointing. Ich verdrückt. Muss wieder von vorne starten, deswegen. Nein, das war... Hoppla! Wenn man zu schnell mit dem Drücken ist. Da ist ein bisschen zu schnell gelaufen, aber nicht schlimm. Ja, wir gehen noch einmal kurz durch die Cutscene, können aber dann aber darüber dann in den Hauptbildschirm, dann lade ich den Spielstand, alles gut. Ahaha. Jetzt eine Minute maximal, die wir jetzt dadurch verlieren, aber nichts derartig Schlimmes. Forbidden Memories. Ich hoffe, der überschreibt jetzt nicht dein Load. Nein, das tut er nicht. Alles gut. So, Forbidden Memories. Erinnerst du dich gerade an was Verbotenes? Mach das nicht! Ich sehe, wie du dich daran erinnerst. Ich rieche es. Wir gehen jetzt einfach zum Titel zurück. Mhm. Load. Wir machen dann weiter mit der Kampagne. Und dann sind wir wieder hier. Dann musst du wieder beide Kämpfe machen, ne? Ich muss jetzt noch einmal leider Gottes durch diese Sequenz und dann den Typ mit dem Pfeil auf dem Kopf. Ja, Ami, sie wurde nochmal entführt. Zeigen, wo es wirklich lang geht. Okay, los und hol sie zurück. Tabata, nee, wie ist sie hier? Tiana. Tiana war es hier, okay. Stimmt, muss ja, darf nicht allzu weit weg vom echten Namen sein. Mhm. Jonah. Oder Jora. Kann gut sein. Ich lass die... Ich lasse die Ausrüstung noch hinten. Jetzt gucke ich mal, was da spielt. Kann ja alles sein. Bitte was Schwaches, bitte was Schwaches. Es ist Mond. Mm-mm, nichts Schwaches. Ei. Och, gleich der Gate Guardian, ey. Natürlich. Ich müsste Megamorph wieder nachziehen. Oder zumindest einer meiner anderen Ausrüstungen haben. Sei da echt unschön, dass ich da so wenig aktuell habe. Das sind dann die Probleme, die einen im Late Game, die dann im Late Game auf einem dann zukommen. Wenn du dann Pech hast, dann kannst du einfach nichts machen. Ist das ein zweiter? Nee, oh, okay. Das ist deutlich weniger. Vielleicht habe ich auch Glück und ich ziehe Schwarzes Loch nach, dann haben wir auch noch eine Chance. Vielleicht haben wir Glück und er rennt in diese Falle rein, die offensichtlich offen liegt. Ja, man kann ja auch Fallen offen spielen, aber die haben dann denselben Effekt. Da greift er auf jeden Fall an. Ja. Löst die Falle aus und dann ist der weg. Zu attraktiv für ihn. Mhm. So, werde ich den jetzt noch überleben? Oh. Eins nach. Oh nein. Nee. Leider nicht. Läuft. Okay, wir machen eine andere Strat. Wir machen das anders. Wir werden jetzt nicht aus Versehen auf New Game gehen. Bitte. Mhm. Das ist schon mal neu. Sehr gut. So, wir gehen dann nämlich als erstes zu diesem Schrein hin. Denn der Kollege, gegen den wir jetzt kämpfen, hat die höchste Chance auf den Meteor B-Drachen. Also dadurch haben wir dann aber die 7 Gegner am Ende, wenn du jetzt den Weg wirklich verfolgst, ne? Wenn ich den jetzt komplett mache, ja. Ich kann jetzt auch sagen, hey, ich bekämpfe jetzt den und kann danach aber wieder zurückgehen und dann nochmal einen anderen Weg einschlagen. Gut, wenn wir jetzt die coole Karte natürlich kriegen sollten. Mhm. Von ihm. Ist wahrscheinlich sinnig. Kommt natürlich auf den Rang an. Der muss A sein oder besser. S oder A, Pau. Und dann... Mal sehen. Okay, das ist ein guter Start. Oh, wir kommen leider nicht auf den A-Rang. Wir müssen leider zu viele Karten dafür aufwenden. Das ist ein bisschen unschön. Kann uns trotzdem noch was halbwegs Gutes geben. Und wir können immer noch zu ihm zurückgehen und farmen, wenn wir müssen. Er kann auch ein paar andere gute, starke Monster geben.
Easy peasy. Ja, zum Glück, das ist nicht oft der Fall. Ein B-Rank, leider. Ist leider ein B. Frage ist, gehe ich weiter? Denn der nächste, der ist auch nochmal richtig, richtig hart. Wir probieren's. Du wagst es, dich mir entgegenzustellen? Na. Mori Dragon, was ist das? Sogen. Nee, Sogen braucht man nicht. Okay, wir haben alles. Ja, ist alles drin. Müssen wir ein bisschen hoffen. Der kann nämlich auch mal wieder den Gate Guardian spielen. Mhm. Aber der kriegt seinen Feldpower Boost. Natürlich, Monster nur. Wir machen das so. Wir müssen den jetzt erstmal machen, ziehen erstmal schön locker flockig nach und gucken, was er tut. Was? Mond? Angriffsmodus. Okay, Beast Skull Dragon. Ist okay. Das ist nicht okay. Okay, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ich werde jetzt dieses Monster verdeckt spielen. Ja. Es gibt nämlich eine schöne Eigenschaft in diesem Spiel, denn manchmal werden Gegner verdeckte Monster nicht angreifen und 25% Chance, dass es doch tut. Gumi ist gut. Okay, ich versuch's nochmal. Diese Strategie nennt man Fake Out. Ich hoffe jetzt nochmal 25%, also 75%, dass er nicht angreift. Okay, diesmal haben wir gewonnen. Umi. Sollte ich schon jetzt spielen. So, jetzt nochmal hoffen, dass er nicht angreift. Ja, jetzt fusioniert der. Oh, okay, macht seinen eigenen doppelköpfigen Donnerdrachen. Oh, oh. Greift trotzdem nicht an, ein Glück. Da ist ein Drache, okay. Dann schieben wir die Drachen weg. Den müssen wir angreifen. Was ist da? Okay, Fake Trap. Ah. Oh nein! Yikes! Ja. Es ist immer wieder eine Freude. Na gut, das ist normal. Okay, jetzt kommen deutlich schwächere Monster. Mal gucken, wenn ich gute Karten jetzt noch auf die Hand ziehe. Den lasse ich aber noch drauf. Dann rutsche ich mit einem schwarzen Loch nochmal nach. Kann dann sein Feld. Ich mache dann mein eigenes zwar damit kaputt. Leider kann ich mit schwarzem Loch nicht die Schwerter wegmachen. Das wäre schön. Mhm. Hier muss ich noch ein bisschen vorsichtig spielen. Okay, schwarzes Loch. Nee, noch nicht. Aber wir haben jetzt ganz gute Angriffskraft. Deswegen können wir ein paar der Monster wegmachen. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir nicht das stärkste Monster bisher wegmachen. Also der ist okay, aber der ist nicht das stärkste. Wenn er nämlich merkt, dass ich stärkere Monster auf dem Feld habe, als die, die er auf dem Feld hat, dann wird er wieder entsprechend Maßnahmen ergreifen und sagen, okay, wir aktivieren jetzt nochmal Schwerter. Hm. Nicht so gut. Okay, aber jetzt kommen wir wieder zurück. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, alles gut. Okay, wir gewinnen das Duell. Ich greife den an. Okay, das war die gute Wahl. Nice. Jetzt hast du. Ah. Sehr schön, jetzt haben wir gut einen, gerettet. Ja, nicht in diesem Zug, aber im nächsten. Also, selbst wenn der jetzt nochmal einen Gate Guardian rausholt, alles gut. Wunderbar. Ja.
Puh, Schock, schwere Not. Dieses Spiel manchmal. Der hatte Hände noch, ne? Der ja. Muskeln und Hände. Okay. Der freut sich richtig. Wie schwimmt so ein Hai mit solchen Händen? Macht er dann immer noch den hier? Oder Frage, macht er, ne, nach hinten und macht so? Ich weiß ja nicht, ne? Oder flext einfach nur. Ja, er schwimmt, ja, wenn er, genau. Wenn du es hast, zeig es. So, ja, ganze Nacht. Ja. Jetzt sind wir bald bei 2 Stunden. Hättest du das erwartet oder ist das ungefähr eine Zeit? Du hast ja auch am Anfang dir Zeit gelassen, um ein bisschen was zu erklären und so. Also es ist ja auch ein bisschen hier, ja, also es war schon, dabei. Das habe ich mir schon gedacht, dass das passiert. Und mit dem, ja, Pech, das wir leider schon zu Anfang hatten und dass wir jetzt nicht so viele Ausrüstungen bekommen haben, da kommt das leider schon mal vor. Also jetzt für mich per se keine Überraschung, dass wir jetzt bei 2 Stunden sind und noch nicht durch. Es passiert leider. Dafür, da ist leider der RNG-Faktor in dem Spiel so groß, dass da hat man einfach nicht gerade die Kontrolle drüber. Mhm. Hast du natürlich für dich auch ein bisschen schade. Hast du für dich denn, wenn du spielst, so einen Reset-Punkt ab einer bestimmten Zeit, wo du sagst, okay, bisher war die RNG einfach nicht gut nach einer halben Stunde oder sowas oder an gewissen Story-Punkten? Oder ziehst du es dann meistens durch? Ja, manchmal kommt das schon mal vor, dass ich im World Tournament direkt nicht durchkomme. Im PB-Attempt werde ich auch nicht speichern, niemals. Mhm. Und da sind die Reset-Punkte, die kommen schon deutlich eher vor. Mhm. Gerade dann, wenn dann so wir dann so Atex machen und dann kein Megamorph nach 2 Stück bekommen, das ist dann der Moment, wo ich sage, nee, hier ist Feierabend. Wir fangen nochmal von vorne an. So, ich gehe jetzt hier, wir machen jetzt Farmphase 3. Das ist unschön. Komm wahrscheinlich wieder nicht auf den SA-Rang, das gibt es nicht. Mit Monstern sind wir gerade an sich ganz gut bedient, also zumindest zum Fusionieren. Aber den großen Jungen hätte ich schon ganz gerne. Wieder auf 27 runter. Und von denen brauchst du eine ganz bestimmte Karte. Das war der Drache, oder? Der Drache, ganz genau. So. Dieses Duell zwar nur auf B-Rang, ist aber okay. Dann gehen wir direkt nochmal rein. Die Duelle dauern zumindest nicht so lange, als würde man jetzt eine A-Tech machen. Nochmal. Leider nichts gekriegt. Oh doch, da war ein Metalldrache. Den hätte ich nehmen können. Dann kommt der gleich ins Deck. Ja, alles, was weniger Materialien zu fusionieren braucht, ist umso besser. Hier brauchen wir nur 3, das ist gut. Und das Gute bei diesem Meadow Mage, gegen den wir hier spielen, in der Regel startet der sowieso mit dieser Feldzauberkarte. Oh, das tut er jetzt nicht. Gut, nicht schlimm. Aber dadurch, dass sein Feld jetzt nicht aktuell aktiv ist, sind seine Monster auch dementsprechend schwächer und es ist eigentlich einfacher jetzt hier im Free Duel einen S-Pau oder A-Pau ranzubekommen. So, das ist schon mal ein guter Start. Gucken wir, dass wir gleich noch ein schönes Monster machen können. Oh, wunderbar. Perfekt. Gut, jetzt haben wir das erste Mal einen SA-Rang. Nun hoffen wir. Easy. Werden die Ränge denn primär von den Runden, die du brauchst, bestimmt, oder? Unterschiedlich. Also, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Durch die Anzahl der Runden, durch die Anzahl der Fusionen, die ich mache pro Zug. Ob ich eine Zauberkarte einsetze, ob ich eine Fallenkarte einsetze. Ich glaube, von dem können wir uns jetzt komplett verabschieden. Wir haben nochmal gut Drachen gekriegt. Und wo war das Donnermonster? Da. Okay, sehr schön. Der gute Sogen. Wir probieren es jetzt nochmal.
Perfekt. Wir haben auch direkt wieder Umi auf der Hand. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, dann können wir das machen. Brauchen wir Umi erstmal nicht spielen. Na? Millennium Shield. Aber natürlich hat er ein Schild. Unglaublich. Oh Gott, was spielt er jetzt verdeckt? Bitte nicht Schwerter, oh nein. Jetzt kann er seine Zauberkarte aktivieren. Oh, tut er nicht, ein Glück. Mal ein bisschen Glück gehabt. Wunderbar. Ich brauche nur so viel. So, der war auch noch mal relativ easy. Wir schauen, was wir kriegen. Meteordrache, habe ich da gesehen. Es ist leider nur der kleine Meteordrache. Ah. Nicht der Aber coole. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist schon mal gut. So, jetzt wollte ich ein paar von den kleinen Drachen rausschmeißen. Zwei Meteor rein. Der rein. Und wo ja, war der Metalldrache? Das kann man natürlich auch machen. Versuchen wir gucken, stärker. Dass wir den noch. Ja. Gucken, dass wir den noch kriegen. Startet wieder Sogen. Komm schon, Spiel. Gönn mir doch mal. Das war riskant von ihm gespielt. Jetzt kannst du ihm fast die ganze Energie weghauen. Was durch? Er spielt jetzt noch ein Monster, wahrscheinlich in Verteidigung. Ja, das tut er. Das ist wahrscheinlich auch das Schild. Das ist nicht schlimm. Hier sind wir zwar mit dem Schutzstern im Nachteil. 4000. Oh nein. Okay, alles gut, aber. Und jetzt mit Umi noch nachsetzen. Und das müsste ja reichen. Jetzt bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, reicht das für SA? Ah! Oder B? Ganz knapp nicht. Es war wieder ein B. Schade. Ja. Sonst was gekriegt? Okay, nee, wir müssen noch einmal. Gut, wir haben wieder Umi gezogen, alles ist gut. Greifen jetzt einfach nochmal ganz normal an. 5600 Schaden. Direkt auf die Kette. Dann im nächsten Zug Umi und alles ist gut. Ah, wunderbar. So, das ist aber definitiv nochmal ein A-Rang. Komm schon. Wir haben zwei Dark Magicians bekommen. Das ist auch cool. Der schwarze Magier. Sehr, sehr starkes Monster. Drei Stück sogar. Okay, die machen wir aber noch nicht ins Deck. Die sind eher gut fürs Finale. Nehmen wir die uns auch für später. Okay, ich würde sagen, ach, die Zeit einmal noch. Einmal noch und dann muss es reichen.
Kosten, schätze ich. Ja, je nachdem, da es zeitmäßig nicht so super läuft, ich würde sagen, wir können es mit Final 7 probieren. Lassen wir Seto 2 auch gerne mal sein. Das ist okay. Kein Problem. Okay, guter Start. Aber wir gucken erstmal. Okay, das war auch sehr, sehr easy. Sehr, sehr schön. Ah, man hat gerade echt das Gefühl, man kauft 1000 Booster Packs und überall ist nichts Gutes drin. Nope. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Einmal noch, komm. Jetzt aber. Let's go. Das berühmte. Okay, das war jetzt der allerletzte. Ach komm, einer geht noch. Der allerletzte, genau. Nein, am letzten Try klappt's immer. Wenn man es vorher sagt, ein letztes Mal, dann klappt's. Und dann ist trotzdem First Try am Ende, ne? Nachdem du es 8-mal probiert hast. Ja, immer. Klar, easy First Try. Ja, dann lege ich den jetzt besser im Mond, dann habe ich nicht so einen großen Nachteil mit den Schubsternen. Trotzdem eine Wand, das ist ein bisschen ungeil. Vielleicht haben wir Glück. Es liegt da nur eine Empress Judge. Die ist ein bisschen schwächer. Und es ist... Ah, wir haben Glück gehabt. Ich fasse es nicht. Dann haben wir den nächsten Zug gewonnen. Es sei denn, er spielt jetzt noch ein Schild, aber... Toi, toi, toi. Oh, es ist tatsächlich ein Uranus. Na, komm. Okay, oh. Ist ein Blutkaiser. Alles gut. Gehabt. Ist ja dasselbe Duell wie vorhin. Wie kann das denn sein? Geskriptet. Ah. Ist also, als okay. Ob man nicht die Runde extra gemacht hätte, wenn es genau der gleiche Ablauf ist. Das kriegt auch genau den gleichen Loot. Tja. Ah, es macht so unzufrieden. Und so bestimmte so Karten kannst du auch nicht kaufen, oder? Nee, der Meteor-B-Drache, der kostet 1 Million Chips. Also tatsächlich 9.999. Mhm. Alles voll. 999 ja. Chips. So, gehen wir zum nächsten Schrein. Wir haben noch einen noch große Drachen bekommen. Das ist gut, dann kann ich die kleinen rausschmeißen. Wir machen jetzt Final 7. Das passt schon. Das kriegst du hin. Ihr muss mich nur lassen. Also so zum Beispiel schon mal nicht. Also Field Forest ist nochmal anders als die Wiese. Mhm. Was ist da der große Unterschied? Ein bisschen rauer, das Grün. Ja. Jo, der Mecha-Dragon sieht cool aus. Und der haut jetzt doch immer richtig rein. Gut, dass wir die Ausrüstungen jetzt gezogen haben. Kleine Meteor-Drache wird leider Gottes gleich gehen. Der andere Drache sah aus, als ob jemand eine U-Bahn ja, ne? als Drache umgebaut hat. Ich hab so ein paar Arme dran geschraubt. Und der hat auf jeden Fall Waggons, der Drache. Oh, ganz praktisch, das ist wenn, wenn der Leute dann aufisst, kommt er schon in die erste oder zweite Klasse dann mit ihm im Bauch. So ganz bequem hier, die Beinfreiheit. Ein internes System, das direkt aussortiert, du kommst dahin, du kommst dahin. Ja, genau. Sind das jetzt die Final 7 oder wie? Nee, es ist ja noch einmal der... Wir machen jetzt Final 7, ja. Aber es hat noch nicht angefangen, oder? Bitte? Final 7 ist ja erst beim nächsten Kampf, oder? Sobald dieser Kampf durch ist, dann gehen wir ins Finale. Ah, ja, okay.
So, die Vorspeise ist abgefrühstückt. Jetzt kommt der Große. Der kann noch mal schwierig sein, weil der eine große, dicke, fiese Motte hat mit 4000. Hm. Die wäre dann natürlich der Meteor-Bedrache gut gewesen. Danke dafür, Spiel. Aber egal. Wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Oh, aber da ist noch eine gute Frage. Jetzt will ich wissen, haben wir... Wir haben kein Gebirge. Gebirge wäre auch schön gewesen. Nicht schlimm. Wir starten hier mit nur Monstern. Das ist jetzt nicht perfekt. Schauen, was er spielt. Okay, es ist nur der Javelin Beetle. Das ist gut, wir brauchen eine... Perfekt. So, dann kriegen wir den erstmal weg. Ist gut. Guter Start bisher. Mhm. Wir hoffen nur, dass sie jetzt nicht topdeckt, dass sie den jetzt nicht ganz oben noch zieht. Das sieht gut aus. Noch ein paar Drachen. Ich schätze mal, ich tue ein paar von denen weg, damit wir ein bisschen besser nachziehen können. Okay, den anderen dahin gelegt. Zurückgeschlagen. Gemein, das darf er nicht. Eigentlich nicht, nee. Mama, ich will nicht, dass er zurückschlägt. Gemein. Die Monster haben auch, die verlieren dann auch HP, ne? Aber das wird nicht angezeigt, so wirklich, oder? Was genau? Du meinst die Verteidigungspunkte? Genau. Ah, nee, die funktionieren hier anders. Das sind nicht halt Lebenspunkte für die Monster, sondern das ist ein fester Wert, der verändert sich nicht. Okay. Ja. Es ist nicht so wie bei Magic oder Hearthstone, wo die dann permanent runtergehen, solange bis die auf Null sind und dann zerstört werden. Nee, so ist das hier nicht. Okay. Funktioniert bei Yugi ein bisschen anders. So, aber wir haben ihn besiegt, das ist gut. Dann kommen wir jetzt ins Finale. Meine einzige Schwäche, Karten. Damage ins Gesicht. Hat der einen Hundehut? Ja, das gehört ja. Die. Mir gefehlen die Beine als Ohrenwärmer. Oder der Hut war eigentlich der Gegner und das da drunter. Ach so. Der Hund trägt den Mann. Ja, exakt. Ja. Der Fifi unter dem Kopf. Okay, also, wir befinden uns jetzt bei den Final Seven. Ich muss jetzt hier wieder reingehen. Jetzt kommt derselbe Plot, der nochmal sagt, hey, unsere gute Freundin wurde woanders hingebracht und jetzt haben wir den guten Kerl Schloss wieder am Hals. Der Pfeilmann. Oder okay, aber wir haben genug Donnermonster. Deswegen nach Drachen und Donner muss ich jetzt nicht nochmal extra gucken. Da haben wir jetzt genug. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir durchkommen. Wir fangen an mit Umi. Und wir hoffen, dass er nicht nochmal Gate Guardian spielt. Bitte. Er doch nicht. Oh, das sieht schlecht aus. Pluto, okay. Sein eigener Doppelköpfiger. Gut. Bitte eine Ausrüstung. Ja, wunderbar. Und wir sind... Safe. Wir haben es geschafft. Mit Reihenfolge, das ist ganz wichtig. Sonst machen wir noch irgendeinen Blödsinn. Hast du denn gleich von den Final Seven insgesamt einen, der so als Antgegner zu beziffern ist mit dem Deck, was du hast? Du sagst, oh, bei Nummer 3 wird's kritisch? Also von den Final Six, die wir gleich haben, ist die Nummer 4. Das ist nämlich wieder unser Seto, Kaiba. Oh. Der ist dann unser Nemesis-Gegner, weil der halt diesen Ultradrachen spielen kann. Und es besteht eine fast 60%ige Chance, dass er damit auch anfängt. Hm. Entsprechend müssen wir damit gewaffnet sein. Aber gerade gegen solche Situationen haben wir gefarmt, damit wir diese Dragon Capture Jars bekommen, diese Drachenfanggefäße, damit wir den direkt aus dem Verkehr ziehen können. Ja, dann hast du den. So, der ist durch. Okay, erster von 7 ist fertig.
wisst ihr noch, wie der Weg war? Rechts, links, rechts. Ich hätte es genau andersrum gesagt. Dings, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts. Und es stimmt. Okay. Sehr gut. Vielleicht fange ich das Spiel jetzt auch an. Ja. Zu Speedrun. Also die Hälfte ist alles Wichtige, ja. Das Wichtigste habe ich behalten. Okay, wir sind jetzt zwar in einer ähnlichen Sequenz, aber jetzt sagt er, hey, nein, ich geleite dich jetzt hier durch einen Geheimgang, damit du dich gegen den anderen stellen kannst. Ist ja so nett, dieser Mann. Tja. Ja, vor allem die Entführte sieht auch total happy aus. Total. Ja, wenn du schon mal von... Jo! Die sind auch mehr mit lustigen Hüten. Wenn du schon mal von Seto entführt wurdest, da freust du dich doch. Ja, er ist immerhin ein Milliardär. Auch in Ägypten, ja. Ja, ja natürlich. So, und die haben jetzt alle dieses dunkle Feld. Und dunkle Helme auf. Komischen Tier. Wodurch die Sicht dann sehr dunkel ist und die nicht so gut sehen können. Hm. Hm. Jedenfalls, wir müssen wieder so starten. Hier ist es tatsächlich wichtig, dass wir entweder mit Umi starten oder zumindest jetzt gleich eine Ausrüstung bekommen. Das ist auch gut. Moment, wir machen das so rum. Da ist nämlich was in Uranus und das ist sehr wahrscheinlich eine Labyrinthmauer oder ein Schild mit 3000 Verteidigung. Mit 3300 kommen wir drüber. Und dann ist das weg. Sehr gut. Jetzt drücken wir eben die 2800 noch hinterher und dann ist der Kampf sehr bald durch. Na, was kommen wir jetzt? Launcher Spider? Oh nein. Zoa, und der kriegt natürlich einen dicken Boost. Durch das Feld. Okay. Wir machen aber trotzdem so weiter wie gehabt, dann haben wir im nächsten Zug alles durch. Diese gebufften Drachen. Auf Steroide. Mhm. Ach komm, mach mal einmal. Die wo wir gerade dabei sind. Vom Muskelhai gekriegt wahrscheinlich, ne? Ja. Suchst du? Brauchst du? So ein Hai mit Armen ist aber auch echt das Geilste, was es gibt. So. In einer Welt, wo Haie Arme haben, gibt es auch eine Hai-Schnick-Schnack-Schnuck-Weltmeisterschaft. Wahrscheinlich. Stimmt. So, jetzt kommt der nächste. Der ist schon etwas fieser. Was wir aber haben, ist nämlich, wir haben eine der Mauern gezogen. Und die möchte ich jetzt sehr gerne ins Deck packen. Die kann uns eventuell retten. Mit ein bisschen Glück. 3000 Verteidigung ist jetzt schon nicht zu spaßen. So, das ist jetzt der dritte, oder? Das ist jetzt der dritte von den sieben, genau. Oder der zweite von den sechs. Mhm. Okay, das ist gut. Aber wir kriegen die jetzt zwar aufs Gesicht, 3150. Aber wir werden jetzt kurz überlegen, ob ich die Reihenfolge richtig gemacht habe, weil ich die anderen Karten auf jeden Fall weg haben möchte zunächst. Alles klar, legen den Pluto, aktivieren unser verdecktes Umi. Hätte ich jetzt Umi im ersten Zug aktiviert, hätte er wieder zurück auf dieses dunkle Feld gewechselt und ich würde keinen Powerboost kriegen. Was macht er jetzt? Okay. Ja. Genau, aber ich kann jetzt nachziehen und ich ziehe nichts Gutes. Reicht auch leider nicht. Ich mach das schwarze Loch weg, brauchen wir jetzt nicht. Greifen trotzdem ganz normal an, damit wir ihn schon mal Energie abziehen. Und in der Hoffnung, dass ich gleich eine meiner Ausrüstungen bekomme. Da kommt ein zweiter Schädelritter. Komm, Elektro und Ausrüstung. Ach, guck mal. Hm. Man muss nur nachtreten, dann geht's. So, jetzt kann uns erstmal nichts mehr passieren. Ah, okay. 3,8. Hm. Das ist doch ordentlich. Ja. Das ist jetzt der dritte der sieben oder der zweite schon? Das ist der dritte. Das ist der dritte der sieben, genau. Fast die Hälfte geschafft. So,
War's das? Mhm. Ja, das war's. Gut, gut, gut. Okay. Mehr als die Hälfte. Crawling Dragon. Aber das macht jetzt nicht so viel Unterschied, denn wenn wir hier verlieren, verlieren wir auch die ganzen Drops, die wir bis während dieser Final 7 jetzt bekommen. Oh, Jafar. Mhm. Jafar ist wieder da. Ist er jetzt der Gegner? Er ist jetzt unser Gegner. Und den müssen wir jetzt hier besiegen. Überlege ich gerade, er kann auch sehr starke Drachen spielen, ob es sich jetzt lohnt, den reinzubringen. Ich würde es aber... Nein, das tue ich nicht. Wir brauchen den nicht. Nee, das, was wir brauchen, ist jetzt ein bisschen Glück. Denn er wird auf jeden Fall mit einem Gate Guardian starten. Und wir schmeißen hier alles weg. Ja, es Mond. Gate Guardian. Aua, aua. Megamorph. Leider nichts Gutes gezogen. Also müssen wir noch einmal einen Zug ausfahren. Mhm. Wenn wir im nächsten Zug nichts bekommen, ist das leider verloren. Das ist, da ist der Meteor Beta, den wir hätten eigentlich bekommen sollen. Autsch. Aua. Noch Hells. Und wir haben gewonnen. Ah, oh, gut. Können wir denn von dem den Meteor-Drachen kriegen noch? Oder? Bitte? Können wir von ihm den Meteor-B-Drachen noch kriegen jetzt? Nicht mehr. Leider nicht mehr. Hätten wir jetzt einen SA-Rang hinbekommen, dann kleine Chance von, ich glaube, 0,02%. Das heißt also, es gibt eine Chance. Es, ja. So, jetzt haben wir hier nochmal eine extra Equip. Das ist sehr gut. Ich plädiere darauf, dass da nichts Gutes liegt. Okay, wunderbar. Knapp, ja. Sehr, sehr. Wunderschön. Uff, so knapp. Eieiei. Gleich besser. Jetzt hat er nur Käse. Jetzt hat er nur noch Käse. Viel kann da nichts passieren. Käse haben wir noch gar nicht gesehen. Oh nein, jetzt hängst du wieder an den Käse, ja? Mhm. Mm. Käse. Okay, ja, ein Zug überlebt er leider noch. Komm, spiel jetzt mal einen Blauäugigen. Oh, das könnte ja sein. Da ist er! Yeah! Ja! Aber nur der Einköpfige. Oh, der taugt nicht viel, aber immerhin. Ah, der Dreiköpfige, der kommt jetzt gleich. Der zieht uns die Ohren lang. Oh, 50 Lebenspunkte noch. Schlawiner. Gut. So. Alright. Jetzt. Zwei noch. Drei noch. Ich dachte, es wäre der vierte von sieben. Aber gut. Vierte. Ja, hast recht. Ja, okay, noch drei. Ja, nice. Ja, jetzt da kommt ist unser Widersacher. Jetzt kommt unser Freund. Ach oh Gott. Mhm. Genau. Der guckt uns jetzt an und sagt, haha, ich war der Gefolge von Haishin, aber eigentlich wollte ich ihm in den Rücken stechen. Deswegen berühre ich diese Wand. Und hier ist das Grab desjenigen, den wir am Ende besiegen müssen. Aber zuerst kommt er dran und er ist der schwerste Gegner im ganzen Spiel. Natürlich. Noch vor dem eigentlichen Boss. Uff. So, und jetzt ist hier ganz wichtig. Jetzt ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. Die zwei. Die müssen rein. Das heißt, wir schmeißen zwei Umi raus. Und die zwei Dragon Capture Jar müssen es jetzt regeln. Also, jetzt geht's wirklich um Glück. Was heißt ein Capture? Kannst du sie dann auch benutzen? Das nein, leider nicht. Die ist nur dafür da, um wirklich die Monster zu zerstören. Warum heißt es dann Capture? Im eigentlichen Kartenspiel ist es auch nur so gemacht, dass man die gegnerischen Drachen in Verteidigung dreht und mehr dann nicht. Ah. Und im Anime, und wir haben ein bisschen Glück, Gate Guardian ist gut, jetzt müssen wir nur gut nachziehen. Im Anime war das dann so, dass sie tatsächlich dann gefangen wurden. Okay. So, wir haben nur Monster gezogen. Müssen wir mal schauen.
Eventuell wird er noch eine Karte hinten spielen, eine Backrow vielleicht. Okay, tut er. Und das ist eine Zauberkarte, okay. Und ziehen wir vielleicht unser Megamorph nach. Ja, wunderbar. Super. Okay, jetzt müssen wir hier nur aufpassen. Ich werde ihn jetzt nicht angreifen. Wegen das ist ein ganz bestimmter Grund. Genau, wegen der Karte hinten. Wenn ich den jetzt nämlich sein Monster zerstöre, dann denkt er, aha, mein Gegner ist im Vorteil, also werde ich jetzt eine Maßnahme ergreifen. Da ist unser Dragon Capture Jar. Okay, das ist eine interessante Situation jetzt hier. Irgendwas muss ich auf jeden Fall spielen. Darf nicht die Falle spielen, sonst passiert ein Unglück. Okay, wir machen jetzt das. Okay, das ist nämlich auch eine sehr komische Eigenart bei der KI. Der hier, der hat ja 50 Angriff weniger. Mhm. Da ist nochmal der weiße Drache. Unser Monster ist stärker. Eigentlich müsste die KI denken, Moment mal, mein Gegner ist stärker, also muss ich sein Monster jetzt irgendwie wegbekommen, damit ich keine Probleme habe. So. Was die KI allerdings nicht sieht, sind Ausrüstungszauberkarten. Hm. Ja. Deswegen denkt er noch, da liegt ein Doppelköpfiger mit 3300 Angriff. Ah, dieser Vollidiot. Ja. Und so können wir die KI ein bisschen manipulieren, sodass wir ganz gut dabei sind, ja. Ja, cheatet die Strategie in diesem Kampf wird jetzt bleiben, dass wir einfach die weitere schwache Monster von ihm rauslocken, damit wir die weiter angreifen können. Mhm. Dass wir kontinuierlich nach und nach immer ein bisschen mehr Schaden anrichten. Sei denn, er spielt eine verdeckt. Das ist nochmal eine Zauberkarte, okay. Schwarzes Loch wäre vielleicht tatsächlich keine schlechte Idee. So, jetzt muss ich auch... Spiel die jetzt verdeckt, dann spielt er vielleicht Harpien Flederwisch. Nein, tut er nicht. Ah, doch, tut er. Da war... Okay, das ist gut. Das ist gut, dass die verdeckte Flederwisch war. Vielleicht können wir noch eine rauslocken. Was wir aber auf jeden Fall machen können, ist hier nochmal eine Ausrüstung spielen, denn nach wie vor sieht er die immer noch nicht. Hm. So, und da ist noch ein weißer Drache. Tschüss. Okay, jetzt hat er das in Verteidigung gespielt. Ist aber soweit nicht schlimm. Wir spielen hier nochmal ein schwächeres. Ist ein bisschen langwierig, aber ist die sicherste Taktik, die wir hier machen können, ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass da hinten jetzt ein Raigeki liegt, der alle unsere Monster zerstört und wir dann nicht nachziehen können. Hm. Hier ist runter auf Zoa. Gut. Gut, gut, gut. Schwarzes Loch. Das ist auch gut. Das ist dann unser Backup-Plan, sollte alles schief laufen. Es besteht immer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er aus seinem Deck jetzt den Ultradrachen zieht und uns damit dann das Leben schwer macht. Okay, jetzt hat er dann noch eine, jetzt hat er eine Falle dahin gelegt. Hier bei Seto ist das, überlege ich noch. Okay, das ist auch in Ordnung. Jetzt sind wir bei 4800, das heißt, ein Ultradrache kann uns nicht mehr angreifen. Mhm. Gut. Ich hoffe, das wird noch was, denn so langsam werden... Oh, er kann nicht angreifen. Weil er keine Angriffspunkte hat. Los, Pikachu, Angriff! Nein, Pikachu, nein! Wie oh, kannst nein. du nur? Ich glaub dir das nicht. Die Serie ist vorbei. Okay. Fusionieren wir die zwei zusammen? Der Labyrinthdrache. Du fusionierst mit einer Steinwand. Okay, 1000 Lebenspunkte hat er noch. Muss er nur noch angreifen. Gut, wunderbar. Alles klar, wir haben den Kampf gewonnen. Huh, boy. Junge, 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 was für ein Akt. Und das Schlimme ist, es ist noch nicht vorbei. War doch ganz easy. Ja, also für den ersten Durchlauf muss man schon sagen, ja, habe ich schon deutlich Schlimmeres erlebt. Dann spielt er ein Ultradrachen, dann spielt er mal zwei Ultradrachen.
Oder gar keinen. Jetzt haben wir keinen gesehen. Sie ja traurig. Puh, ja. Wir machen weiter mit dem Plot. Oh, Haishin lebt ja noch. Der lag im Grab und tat nur so. Nein, wie gewitzt. So, und er hat jetzt alle unsere Millenniumsgegenstände zusammen. Oh, das ist so ein und Ding jetzt, von wegen, danke, dass du sie für mich eingesammelt hast. So easy. In etwa. Du hast und die ganze Zeit für mich gearbeitet. Nice. Captain Spitzbart. Jetzt hat er alle zusammen, alle Dragon Balls. Ja. Und ist unsterblich. Nur Karten können ihn noch töten. Ich wünsche mir ein Kuribo im Abwehrmodus. Oh nein, er ist gefangen. Ja, er ist jetzt in der Karte, bettelt um Hilfe, aber nein, sie wird verbrannt. Oh, und Jafar ist weg. Gut, jetzt stehen wir hier. Okay, das werde ich mit euch auch machen. Aber halt, nein, wir haben hier noch weiße Blankokarten. Aha. Jetzt muss er gegen uns spielen. Gut, hier ist nichts Großartiges mehr. Der Vorletzte also, ja? Der Vorletzte. Am Ende nochmal gegen Joey Wheeler. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Okay, wir haben gewonnen. Ja, okay. Okay, easy. Das gefällt mir. I like it. Puh. Ein Glück, ja. Das stärkste Monster, was er haben kann, ist auch mal wieder natürlich der Meteor-B-Drache. Und der hatte 3,5. Oder halt die dicke Motte, die hat 3,500. Ja. Und da kommt er jetzt nicht drüber. Oh, startet sogar was im Mond. Das ist selten. Das ist interessant. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Fusionen aus dem Kopf, aber ich habe jetzt das Gefühl zumindest, dass ich eine Partie spielen könnte. Ja. Ja, von dem grundsätzlichen Ablauf. Also wenn du mir ein Deck zusammenstellst, dann auf jeden Fall. Ja, ich mal dir ein paar Karten auf. Oder so. Mit den Blankokarten von Yugi. Einfach Proxys machen, das passt schon. Ja. Rechtlich einwandfreie Yu-Gi-Oh! Drachen. Ugi-Oh! Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist sogar... Wir sind bei 28 Karten im Deck. Das könnte noch ein A werden. Das gute A. Das gute A. Ich weiß nur nicht, was er mir auf A gibt. Das passiert halt nicht so häufig. Ja, wenn das jetzt im letzten Kampf noch so läuft, bin ich zufrieden. Der war wirklich nix. Tut das mal so lange mit Cutscenes und dann war wirklich nix. Nein, war zwar ein B drin, aber nicht, wo ich es brauche. Okay. So er stellt sich als schlechter Verlierer raus. Und, boah, ich bin ja noch mehr drachiger hier. Ich bin so Final Form. So, ich hatte, glaube ich, noch kleine Drachen hier drin, oder? Hier, genau, der One-Eye-Shield kann raus. Noch irgendwas, was ich vergessen habe? Kurz überlegen. Nee, okay. Letzter Kampf. Okay. Dieser Gegner hat nur Monster. Also, er spielt nichts hinten. Er kann einen Ultradrachen haben. Ich hoffe es nicht. Daher, alle Daumen sind gedrückt. Die halte ich auf der Hand. Solange er nur Gate Guardian spielt, ist alles gut. Ist nur hoffen. Hoffen, dass alles gut geht. Bitte, 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 bitte. Nein! Ah, der Ultradrache! Oh, da ist er! Oh, fuck. Okay, okay. Oh, das ist ganz schlecht. Nee, Umi hilft mir da leider nicht mehr. Jetzt muss ich nachziehen. Und zwar sehr, sehr gut. Ich greife mit dem zuerst an. Was ist das zweite Monster? Ist auch in Sonne. Oh. Zwei? Ja. No. Das ist echt unglücklich. Okay, wir haben eine Chance noch. Okay, eine cool. Chance haben wir noch. Also du kannst gleich mit dem schwarzen Loch beide wegnehmen, ja? Richtig, ganz genau. Das Problem ist, das nächste Monster, was er spielt, das könnte mich auch nochmal komplett rausnehmen. Das nächste ist entweder Gate Guardian oder 3500er. Wir hoffen, dass alles gut geht. Müssen wir ja. Komm schon. Ne? Herz der Karten. Nein! Wir haben verloren. Nein! Oh, ach, schade. Ein Doppeldrache, holy shit. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Ich glaub dir nicht. Na gut. Ja. Da war RNG am Ende natürlich nochmal, hat uns nochmal ordentlich in den Arsch getreten. Mhm. So ist das leider mit dem Spiel normal. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir sind jetzt wieder komplett zurückgesetzt. Wir müssen alle sieben nochmal machen.
Haben wir denn mega die Zeit dafür? Das ist er auch. Also wollen wir es nochmal versuchen? Bei einem Versuch sollten wir zumindest... Ja, klar, oder? Ja, hau rein. Was für, ja. Was für eine Frage. Wir haben es bis hierhin gebracht. Okay, ja, alles klar. Okay, dann machen wir jetzt Vorsichtsmaßnahme. Vielleicht haben wir einmal noch Glück. Ich will einmal noch versuchen, was den Meteordrachen zu bekommen, den großen. Also Meteor B würde sozusagen ein bisschen deine Absicherung dann sein, ja? Ganz genau. Das ist die praktisch der final, the last straw, den wir noch haben können. Natürlich starte ich auch wieder sehr gut. Komm, Spiel, jetzt dreht's mich nicht so. Ja, ich bin doch schon am Boden. Komm, du gibst mir jetzt ein Donnermonster. Sehr schön. Aber es lief verdammt gut. Also für meine 7-Try, bei dem die Drops nicht so gut waren, kann man das schon nehmen. So, und jetzt ist der S-Abhau tot. Ah. Dieses Spiel. Ja, der finale Boss ist auch sehr, sehr unglücklich gestartet für uns eben mit gleich zwei. Ja. Also gerade zwei auch von denen ist eines der seltensten Dinge, die in diesem Spiel passieren können. Aber allgemein war der Run insgesamt auch schon sehr unglücklich und hat mit den Drops sehr gegeizt. Leider alles möglich. Also es ist eben so bei solchen Spielen, wo RNG mit reinspielen kann, da kann man auch nicht sagen, oh, warum warst du nicht einfach mal glücklicher oder so? Ja, spiel doch einfach besser, wo ist das Problem? Wir versuchen es einmal. Einer noch. So, komm. Gib mir ein neues Paar Schuhe. Ja, besser. Der startet so ganz normal. Manchmal macht das nicht, aber häufig macht das. Wir gehen wieder zurück auf Umi. Und das gefällt uns. 3300. Was spielt der da? Spielt was in Sonne. Das soll uns nicht weiter stören. Wir ziehen hinterher mit noch einem. Noch gar nicht gesehen heute. Alles klar. So, nächster Zug. Dann bitte. Bitte ich. Ich flehe die RNG-Götter an. Gebt mir einen. Die Götter mögen aber keine Bettler. Tja. Ach, Mist. Aber wir werden sehen, ob sie jetzt gnädig sind. So. Und mein Kerl, bitte, 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 bitte. Ja, den normalen habe ich nur gesehen. Nee, da müssen wir nochmal weitermachen. Wir versuchen das jetzt so nochmal. Kleiner Safety Safe. For good luck. So. Bitte auch das Richtige auswählen, ja? Normalerweise kann man, wenn man das Steuerkreuz nach unten hält, wird da automatisch immer die untere Auswahl auswählen, aber jetzt hat sich das ein bisschen überschnitten. So. Und nochmal. Pfeil, Dude. Zum dritten, vierten Mal? Dumme Sau. Das ist jetzt das vierte Mal, oder? Ja, ich glaube, das ist das vierte Mal. Okay. Okay, ich mach das so. Da kannst du nichts gegen machen. Los, gib auf. Besserer Start, dankeschön. So will ich das doch sehen. So, dann können wir wieder den Doppelköpfigen machen, aber unserer ist stärker. Oha, und er checkt das nicht mal. Und er checkt das nicht mal, genau.
Oh, was ist denn das? Ich probier's gleich nochmal. Der ist ja immer noch schwächer. Dann mal sehen, was er jetzt hat. Was ist Neptun? Okay, wahrscheinlich Suijin. Dieses Power Ranger-Teil wieder. Da ist er tatsächlich. So, und wenn er noch ganz brav ist, sieht nämlich so aus, als würden wir nochmal einen SA-Rang bekommen. Dann kann er uns diesen Doppelkopfdrachen als Einzelkarte geben. Hör auf zu träumen. Ja. Ich glaube, ich sollte das sein lassen mit. Die Möglichkeit ist da. Ja, die Möglichkeit ist auch da. Ne? Genau. Komm her. Sanga. Hey, nur noch 6. Guck mal direkt rein. Aha, natürlich nicht. So. Rechts. Rechts. Links. Jetzt lass die Frau doch endlich in Ruhe. Ach, dir geht's gleich wieder gut nach dem Duell. Hier spricht sie auch schon mit uns. Ja klar, wir warten auf dich. Mir geht's gut. So, und dann sehen wir nochmal die zwei mit den lustigen Hüten. Frog. Nein, Frog Dude und Falcon Dude. Ah, wir wurden rausgeschmissen bei Conan der Barbar. Dragon. Sie haben die Schlangendudes genommen. Weil sie sind aus den anderen barbaren Filmen mit den großen Muskelmännern. Ja. Die Barbarenbrüder. Die Barbarenbrüder. Kuchek und Krocek. Ein sehr guter Film. Mensch, du Idiot, ich bin's, dein Zwillingsbruder. Hast du mich nicht erkannt nach 80 Jahren? Oh, das könnte Soa oder Metall-Soa sein. Oh, das war Great Mammoth of Goldfine. Ist ein sehr schwacher Start. Die Sache ist, wenn er KI mit schwachen Monstern startet, dann ist das halt schon sehr unwahrscheinlich, dass die nächsten Monster, die sie spielen, stärker werden, sondern immer schwächer werden, weil die ja immer mit den Stärksten anfangen. Okay. Einzige, was uns jetzt nur noch passieren kann, ist, dass sie jetzt halt top decken, also direkt von der obersten, direkt aus dem Deck heraus, die Karte, die sie nachziehen, dann da ein Monster dabei ist. Aber das ist unwahrscheinlich. Bisher sieht das auch extrem gut aus. Haben wir den schon wieder durch. So, dicker Drache mit Donner, mach doch mal diesen. Angriff, was liegt da? Giant Max sollte. Den habe ich noch nie gesehen. Man kann dieses Spiel ein Jahr lang speedrunnen und trotzdem entdeckt man immer wieder mal was Neues. Ja, bei 10.000 verschiedenen Monstern. Gut. Ah, noch einer. Ja, gleich zwei da. Noch fünf. Wir haben es fast. Und dann werden die nächsten Kämpfe hoffentlich besser. Das wäre natürlich schön. Seto wartet ja auch noch auf uns. Mhm. Seto wartet. Und ich glaube, es kann sein, dass er diesmal nicht so gnädig zu uns ist. Und mal wollen wir mal nicht den Teufel raufbeschwören. Es ist Zeit für ein Duell und vor allem zu gewinnen. Ich sagte gewinnen. Das war fast gut. 5 Monster sind jetzt gerade nicht das Beste. Wir brauchen schon Ausrüstung. Oder Umi. Oder eine Gefängnisfreikarte, die nehme ich auch. Okay, nicht der beste Start. Nächster Zug dann schwarzes Loch, möglicherweise, wenn ich jetzt gleich nicht nachziehe. Und da komme ich nämlich noch nicht drüber hinweg. Okay, was haben wir hier? Nochmal was im Mond. Guck mal, den kennen wir doch auch noch aus dem Anime. Ja, richtig. Hatte Yugi nicht die Karte? Ganz genau, das ist Yugis Karte. Und nochmal Monster. Mach sie weg.
erstmal weg. So, das bedeutet leider aber auch Turn zu Ende. Ja, er kriegt auf jeden Fall offenes Feld. Und er zieht den dunklen Magier nach. Aua. Wen hat es? Seto, oder? Nee, das ist auch immer noch Yuvis Karte. Das ist auch immer noch Yuvis gewesen. An den kann ich mich auch irgendwie erinnern. Ja. Nur das andere Problem ist, das muss ich leider wieder sagen, haben dieses Duell verloren. Ach nö! Weil wir leider nur Monster gezogen haben. Die ganzen anderen guten Karten waren alle wieder unten. Also ich habe schon mit Schlimmem gerechnet, aber jetzt ist es schon wieder das Fass wieder zum Überlaufen. Schlimmste, warum mussten wir auch gegen den Letzten verlieren? Das kann einfach nicht angehen. Ja. Also nochmal. Einmal geht noch, let's go. Einmal geht noch, okay. Einmal Ehrenrunde drehen. So, nochmal Pfeil-Dude. Einmal der Pfeil-Dude. Der macht sich einen Namen hier. Rechts, rechts, links, rechts. Guckt richtig zu mich. Rechts, rechts, links, rechts, ganz genau. Nicht vergessen. Wann machen wir Wettrennen? Rechts, rechts, links, links, rechts, Wettrennen. Achso, du meinst allgemein in dem Spiel. Ja. Das ist das Schlimmste überhaupt. Nur Donnermonster. Da kann ich gar nichts mitmachen. Tschüss. Alle weg. Super. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann wollen die RNG-Götter nicht, dass du heute den Run erfolgreich beendest. Ich fürchte leider auch. ja, ich aktiviere das jetzt. Das Gute ist, er fängt mit einer sogenannten Wall Shadow an. Der hat auch 3000 Verteidigung. Aber der hat einen Schutzstern, der uns nicht böse ist. Okay, das ist nicht optimal, aber passt. Haben ein bisschen Platz. Okay, geht die Verteidigung sehr schön. Hier kriegen wir jetzt noch einen, der stärker ist. Ja, also. 3-8. So, und dann kann uns, selbst wenn er jetzt noch einen Torwächter zieht, sind wir auf der sicheren Seite. Zumindest für diesen Kampf. Der Modus, das wird nichts bei dem. Jetzt haben wir nur Drachen gezogen, nicht optimal. Machen wir weiter. Greifen weiter an, los geht's. Runter auf Jirai Gumo. Cool. Gut, dann. Dann hast du ihn jetzt. Weg. Dann haben wir den jetzt. Puh. Noch 6. Es ist bitter, gegen den Endboss so zu verlieren. Mhm. Man merkt, es wirkt nach. Jetzt nicht mit Blankokarten gegen den antreten sollen. Ja, ja. Vergiss nicht, Proxys rauszulegen, die zählen ja nicht. Ja. Schon wieder entführt. Komm. Komm, der jetzt muss da sitzen, bitte. Haben wir noch irgendwas gekriegt? Nee. Die Zeit nehmen auch, die haben ja ihre dicken, fetten Muckis, aber können trotzdem das Kartenspiel dann auswendig.
Also entweder oder. Vielleicht sind die Karten halt extrem schwer. Extrem ja. schwer. Okay, das erklärt einiges. So Muckis haben. Pro Karte 8000 so. Kilo. Okay, das Gute ist, wir haben dieses Duell schon gewonnen. Da kann uns erstmal nichts passieren. Wunderbar. Also, schön weiter. Super, der hat auch nicht so viel. Also bestenfalls willst du immer am Anfang ein Monster plus ein Rüstungsteil haben, ne? Richtig, ganz genau. Das ist das Beste. Und dann kann ich nämlich direkt gewinnen, weil er nichts hat, was drüber kommt. Mhm. Das ist das Wichtigste. Immer das stärkste Monster auf dem Feld haben. Hoppla. Okay. Gut, das war Nummer 2 von 7. Ja. Und jetzt haben wir einen S-Pau gemacht. Mal schauen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir eine von seinen Karten, die gut sind. Aber mhm. was ist schon Glück in diesem Spiel? Mhm. Heute nicht. Oh, doch! Doch! Wir haben tatsächlich ein Soa bekommen. Ein Soa. Ein Soa. Dann machen wir die noch rein. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe beim letzten Mal? Nicht vergessen, natürlich. Na hier, machen wir mal ein paar von den Dark Magicians rein. Ich wollte das vorhin noch sagen. Hast du die überhaupt schon drin? Weil du es vorhin angesprochen hast, aber... Ja, dass du die später wieder reintust. Ja. Genau, ja, das, ups. Hätte ich das mal vorher gesagt, dann. Nicht aber das wäre unfair, dann hätte ich ja den Speedrun gemacht. Oh, Doppelmagie. Oh. Oh, ist okay noch, ist noch okay. Aua. Es tut ein bisschen weh. Aber nur beim ersten Mal, beim zweiten Mal tut schon weniger weh. Wir können den nämlich jetzt trotzdem besiegen. Der hat jetzt zwar 3600 und das klingt nach viel, aber... Ja, Umi. Mhm. Wieso Umi bewirkt nicht nur, dass unser stärker wird, sondern der andere auch ein bisschen schwächer. Und jetzt kommen wir drüber. Gut, nächster Zug, er spielt Yami. Spielt nicht Yami, okay. Dann müssen wir uns erstmal vor nichts fürchten. Das gefällt. Gehen weiter Monster aus. Gut, gut. Vielleicht wird es ja. Das ist der Try. Sammelskal. Gut, gut. Gut, nächstes Was für ein Lappen. Zug selbst. Obwohl er cool ja. aussieht eigentlich. Aha. Cooler Lappen. Dieser Lappen, der kann einfach nicht... Ja, wunderbar. Jetzt habe ich auch noch die nachgezogen. Ja, wir machen jetzt einfach noch einen großen und dann haben wir's. Dann gehen wir wieder zurück zu Haishin. Dem großen, der mit seinem Power Ranger-Teil. Mhm. Weg damit. Ciao, Bella. Winner is you. So, da steht er. Ich schätze mal, ich habe nichts bekommen. Nichts Großartiges. Muss auch nicht unbedingt. Nee. War ja unter SA, deswegen kriegen wir da nichts. Okay. Starthand. Interessant. Widespread können wir anfangen, wenn er jetzt ein Monster spielt, rennt er rein. Oder aber er spielt den Flederwisch und dann ist unsere... dann ist die weg. Unschön. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das ist tricky. Mit Umi. Nee, wir schmeißen Umi raus. Das Problem an der Sache ist, wenn ich Umi spiele auf ein leeres Feld, dann denkt er immer noch, er wäre im Vorteil. Und Haishin hat Megamorph. Mhm. Das wenn er dann also, ne, wenn wir Umi spielen und er spielt dann seinen Megamorph, dann haben wir trotzdem Schwierigkeiten zurückzukommen. Und mein Gott, warum? Gute ist natürlich, dass er mit Zoa angefangen hat. Deswegen brauchen wir nur eine einzige Ausrüstung und wir würden das schaffen.
die du aber leider noch nicht hast. Die ich jetzt leider, die immer noch irgendwo im Deck verweilen, die wo auch immer jetzt. Die sind. Ja. Jetzt runter auf Labyrinth Tank. Gut, 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 gut. Jetzt nur, bitte zieh mir eine Ausrüstung. Ah, Moment, das ist auch nicht schlecht. Wir haben ja unseren eigenen Zoa. Das ist gut. Das könnte aber auch in die Hose gehen. Je nachdem. Jetzt sind wir gleich auf und es kann sein, dass er jetzt Megamorph spielt. Tut er nicht. Spielt er ein stärkeres Monster? Spielt Gate Guardian. Ah, Top Deck. Machst du nix? Okay. Ouch. Megamorph. Jetzt noch Megamorph, dann geht's. Wir haben verloren. Ah. Spiel will nicht. Es tut mir leid. Tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Ach, aber das Spiel hat ist ja nicht deine Schuld. Hat. Aber da sieht man mal, sowas kann passieren natürlich, ne? Ja. Leider Gottes. Also wir haben heute echt schon einen schlechten Tag erwischt. Das ist unfassbar. Aber wir haben zumindest den Endboss gesehen. Also das stimmt. Wenn es auch mal als Showcase titulieren, sowas kann passieren. Ja. No? Du bist auch nicht der Erste, der seinen Run hier nicht beenden konnte, weil... Ja. Du musst uns dann sagen, nur wann dann Time in Anführungsstrichen ist. Dann haben wir zumindest einen Ausstiegspunkt. Ja, wenn er jetzt gleich stirbt, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, bei genau 3 Stunden. Würde ich sagen, dann greift mich jetzt an und dann ist vorbei. Ja, das könnte passen sogar. Oh, Megamorph! Ja, Mensch! Wait a minute! Jetzt gibt er mir noch richtig, ja, das ist also sein Megamorph. Oh mein Gott, okay, ja. Autsch! Ah, wir haben verloren. Und Time. Noch Sub 3. Sub 3 haben wir. Ey, das ist natürlich jetzt voll ärgerlich, aber wir haben ja, glaube ich, alle gesehen, wie du hier gekämpft hast, gelitten und du hast es ja wirklich fast bis ans Ende, ne? Gerade am Ende war es nochmal spannend bei dem Endboss da. Das war wirklich sehr unglücklich. Ja, das war wirklich sehr unglücklich und dann, also, wir haben es gesehen, du rennst dann potenziell an eine Wand dann an, ne? Oder versuchst dann nochmal die anderen Drops zu bekommen. Aber ich fand es trotzdem, es war spannend und interessant. Ja, sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Freu dich doch mal. Ich hoffe, ihr konntet was Gutes daraus mitnehmen. Also, das Beste, was noch hätte passieren können, den besiegt, dann schreit er einmal kurz durchs Bildschirm und wir als Prinz sind dann wieder König der Spiele und Seto ist ganz weg und Ägypten ist wieder hergestellt und alles ist in Ordnung. Nee, das will ich nicht sehen, wenn Seto Kaiba weg ist. Nee. Ja, komm, er muss bleiben. Man kann ja auch sonst, also ich meine, du spielst es ja regelmäßig, hast du gesagt, wir blenden gerne noch mal ein, wo man dich bei Twitch finden kann. Dankeschön. Können die Leute gerne mal vorbeigehen und mal schauen, da was die RNG dann besser Dr. durch. Wurstpeter. Dr. Wurstpeter. Peter die ganz Wurst genau. Und Wurst den Peter. So wie sich das Peter gehört. Mit ganz viel Peter, auch viel Wurst. Exakt. Ist genau. Auch ganz schön, wenn dann der Name mal so ein bisschen falsch ausgesprochen wird. Der Name, den ich schon mal bekommen habe, war Dr. Wüstenpeter. Jemand, der ganz wüst betet, ist auf jeden Fall sehr energisch dabei, glaube ich. Aber gut, ja, zumindest die Leute können dann zu dir, wenn sie sich Wurst und Peter merken, das passt schon. Wenn ihr euch nochmal bewerben wollt, wir sagen es gerne nochmal, entweder bei speedrandale@rocketbeans.tv da ist es. Schreiben oder direkt bei Sia dann melden unter @simiclove oder twitch.tv/simiclove101. Da ist es nicht. Da ist es. Deine Magie ist viel höher als this is how it works. Dafür, ich habe nur den mechanischen Kaktus und da ist der Richtige auf der anderen Seite. Lebt der Fahr noch? Ja, er lebt noch, denen geht's gut. Ja, er lebt noch. Wie gesagt, wir brauchen noch einen lebendigen Flamingo, damit das passt. Ja, genau. Bitte schickt uns keinen mit der Post. Nein. Schickt uns keinen lebendigen Flamingo. Nein. Wir kaufen einen eigenen. Alles exakt. Also dann, wir bedanken uns nochmal bei dir und du kannst gerne, gib uns nochmal Bescheid, wenn du nochmal was Vergleichbares hast, vielleicht wenn du doch nochmal Duelist of the Roses irgendwie dann angegangen bist, mal sehen, was da anders ist und was man, ja, wahrscheinlich eher nicht. Wir gucken mal, ich will es nicht ganz 100%ig ausschließen, aber naja, ich werde bestimmt auf jeden Fall was anderes für euch haben. Kennt ihr das Pokémon-Sammelkartenspiel? Oh, das Trading, Pokémon-Trading. Ja, das kenne ich ein bisschen. Bisschen. Da gab es nämlich eins für den Game Boy Color. Mhm. Und das ist das erste Spiel, was ich gespeedrunnt habe. Der ist auch deutlich kürzer und deutlich eher machbar als sowas hier. Das ist da ein bisschen freundlicher. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Vielleicht
reden wir nochmal darüber. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir mal wieder auf Zeit haben. Ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ihr konntet was Gutes mitnehmen. Auf jeden Fall. Gerne doch. Tut mir leid, dass es ein bisschen so gelaufen ist, aber so ist das Spiel leider Gottes. So ist es. Genau. Ach, das ist alles gut. Ich meine, du hast auch wunderbar erklärt und so. Und ich glaube, selbst wenn es nicht am Ende geklappt hat, es war trotzdem eine sehr unterhaltsame Sache. Exakt. Ja. Wir haben, vielen Dank dafür. Wir haben fast alles gesehen aus dem Spiel. Ja. Dann, wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Wir wünschen euch da draußen noch einen schönen Resttag. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Speedrandale am Start ist. Und wir sagen tschüss. Bis dann. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.